2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Moin, Dienstag, 15. Oktober 2019. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume zur 68. Ausgabe des Millanton. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier schnell zählen zu siebt und werden uns heute hauptsächlich mit unserem Gast beschäftigen, den ich gleich am Ende der Runde einmal vorstelle. Ich beginne zu meiner Linken bei Debbie. Ja, moin. Ich bin auch wieder da. Diesmal wieder etwas weniger heiser, da freue ich mich drüber. Es ist leider immer noch nicht ganz weg, aber ansonsten läuft das alles soweit. Hab jetzt nochmal eben wieder versucht, Powernapping zu machen. Hat nicht geklappt, aber ich war nochmal duschen und bin jetzt richtig fit. Die Derby nachwehen. Genau. Zu Ihrer Linken, Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend. Das hat jetzt Kraft gekostet, ne, dass ich nicht mit A anfing. Ja, hat mich überrascht auch. Da ist schön, schön hier zu sein, schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe einen durcheinanderen Arbeitstag hinter mir und freue mich jetzt auf eine entspannte Runde. Sehr schön. Zu seiner Linken, der Mann mit der erotischen Stimme an diesem Tisch, Tim. Hallo. Geht's gut? Ja, mir geht's super. Ich bin heiß wie Fritten. Das passt jetzt vielleicht nicht mit der erotischen Stimme zusammen, also stellt euch das ein bisschen anders vor. Wir sitzen hier in völlig unerotischer... Na. Johnny hat sich schon ausgezogen. Ich mach also. Das jetzt. Okay. Das T-Shirt kann man bitte weiter zu meiner Linken. Zu seiner Linken sitzt Sven. Ja, moin, hallo. Ich kann dich ganz beruhigen. Ich finde deine Stimme irgendwie eher abtörend. Aber ich hatte auch einen durcheinanderen Arbeitstag. Und geduscht habe ich auch. Von daher passe ich, glaube ich, gut in die Runde heute Abend. Habt ihr eine Dusche im Fanladen? Nee, aber ich habe zu Hause. Also. Ich glaube dann. Sehr schön. Und zu seiner Linken, gleich sind wir ganz rum, Johnny. Ist das, müssen wir jetzt Hygienereports abgeben? Ja. Dann würde ich mich erst zurückhalten. Ja, schön, dass ich wieder hier bin aus meiner selbst auferlegten Urlaubsabstinenz. Ich habe mir alles angehört, was ihr in der Zwischenzeit erzählt habt und hatte ein bisschen Angst, dass zu viel Niveau reinkommt hier. Deswegen bin ich auch wieder zurück, voller Freude. Aber die war unbegründet natürlich. Ich wurde des Öfteren schon angesprochen, ob ihr mich rausgeschmissen habt wegen zu viel Quatsch. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe zwar alles dafür getan, aber da sagt immer noch keiner geh. Selbst auferlegte Urlaubsabstinenz. Du warst jetzt wirklich ein halbes Jahr im Urlaub? Das wäre witzig, ne? Nee, witzig nicht, aber... Oh doch, für mich schon. Nein, aber immer nur zu den Terminen, die eingestellt wurden. Ich glaube beim ersten Mal im Golfurlaub und die nächsten beiden Male in Frankreich. Nein, schon Golfurlaub. Ja, das muss man ein bisschen einschränken. Dass man nee, drei da Tage, muss man nichts mehr einschränken. Dass man drei Tage in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Schnupperkurs. Ja, genau, mit dem Golfcabrio. Ja, es stimmt auch gar nicht, dass wir die Termine absichtlich so gelegt haben, dass Johnny nicht kann. Und damit als letzter in der Runde Daniel Buballa. Daniel, ja. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, da zu sein. Ich habe, glaube ich, die erste Runde gewonnen direkt. Ich war zweimal duschen und zweimal trainiert heute. Also mein Arbeitstag war jetzt auch nicht ganz stressfrei, aber ja. Sehr gut. Zweimal duschen. Das ist was, das mit der CO2-Bilanz macht. Ich weiß nicht. Das ist ja eigentlich nicht gut. Denk an deine Haut. Die trocknet ja auch nicht. Das stimmt. Ja, Berufsrisiko. Aber ich war auch zweimal duschen, fällt mir ein. Heute Morgen war ich auch nochmal. Okay, seid wirklich die beiden. Ein Also, es stimmt wirklich. Ja, ich habe das letzte Mal nach dem Derby eine Bierdusche gekriegt. Das muss reichen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das sogar stimmt. Okay, gut. Das wird heute anstrengend, sehen wir jetzt schon. Fangen wir ganz kurz mit ein bisschen Housekeeping an. Und zwar, wir genießen wieder die leckeren Getränke der Kehrwieder Kreativbrauerei. Wahrscheinlich gibt es zum nächsten Mal auch wieder einen neuen Typ zu präsentieren. Diesmal partizipieren wir letztmalig von den Überbleibseln der Live-Sendung. Von daher einfach nur ganz, ganz liebe Grüße. Und wenn ihr bei Edeka seid, kauft Kehrwieder Kreativbrauerei oder fahrt in Harburg immer freitags beim Lagerkauf vorbei. Dann liegt auf dem Tisch ganz viel Weingummi und Nippon. Und damit sind wir in den grauen Zeiten zurück, wo wir keinen Konditoreisponsor haben. Haben wir natürlich trotzdem, aber Emmas Konditorei hat Urlaub. Das sei Wolfgang und Gattin total gegönnt. Deswegen haben wir heute keinen Kuchen. Trotzdem, auch da geht vorbei, wenn ihr Zeit habt und was Leckeres euch zu Gemüte führen wollt. Das ist ganz schön hart. Kein Kuchen. Es gab kurz auch, wir müssen die Sendung absagen, Diskussionen im Slack-Channel, aber wir haben uns dann doch dazu durchgerungen.
Wolfgang, wenn du das jetzt hörst, ne, schick bitte deinen Urlaubsplan an die Millanton-Redaktion. Jawohl. Redaktion@millanton.de. So, dann haben wir Danke zu sagen. Und zwar an diejenigen, die unsere Unterstützerseite gefunden haben. Zum einen waren das Harald und Marco, die dafür den PayPal-Button genutzt haben. Und Kiesel, Stefan und Klaas haben den Weg über die Kontoverbindung gefunden. Und da ganz herzliches Dankeschön. Nochmal der Hinweis, am liebsten wäre uns gar nicht, dass ihr große Geldbeträge spendet. Das könntet ihr viel besser bei Sea-Watch und anderen sinnvollen Dingen machen. Total freuen würden wir uns, wenn es tatsächlich Kleinstbeträge als Dauerauftrag gibt. 10 Cent, 20 Cent, irgend sowas. Das reicht uns schon völlig, weil wir dann nämlich um die Kontoführungsgebühr herumkommen. Die da ist 5 Euro im Monat, wenn wir nicht auf 10 Transaktionen kommen. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt eine neue Rubrik im Blog, nämlich die Lage am Millantor. Tim, wer ist denn darauf gekommen und wie stellt sich das dar? Ich weiß auch nicht. Das muss irgendwie hinten in der im Großhirn passiert sein. Lage am Millantor ist letztendlich ein Kurzüberblick über alles, was es von der Idee, da müsste man mal was zu schreiben, bis, nee, das ist zu wenig Material, da schreibe ich keinen Blogpost drüber, diesen Prozess nicht geschafft hat. Und das ist sowas, was ich über die Woche oder was wir über die Woche, wo wir einfach reinstellen, was so passiert ist, was an großen Dingen, zu denen äußert man sich natürlich auch. Heute haben wir uns natürlich, habe ich mich natürlich auch zu der Causa Shahin geäußert. Aber was man auch so nebenbei findet, auch bei anderen Vereinen, was der neue Gegner bringt und was ich persönlich total spannend finde, was so in den sozialen Netzwerken von Spielern wie Daniel Bubala gepostet wird. Wobei du ja bei Facebook überhaupt nicht mehr aktiv bist, habe ich heute gesehen. Das ist korrekt. Auch, glaube ich, noch nie richtig war, glaube ich. Ja, eine Zeit lang hast du immer mal, habe ich gesehen, so vom Spielfeld, so vor dem Anpfiff oder nach dem Spiel hast du irgendwas gepostet. Aber das war das letzte Mal 2018. Ja, schon ein bisschen her. Also, warst du das denn selbst oder hast du da jemanden? Nee, das war ich tatsächlich selbst. Und ja, ich stehe dabei, glaube ich, tatsächlich, also so ganz mein Ding ist es nicht. Deswegen, ja, ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt worden, also da richtig aktiv zu werden. Vielleicht komme ich auch mal wieder dabei. Aber du musst dir das von Ralf Gunesch erklären lassen, der kennt sich da aus. Gut, was haben wir heute vor? Wir werden natürlich die Causa Sheng Shahin behandeln müssen. Wir werden ein paar, aber auch nur ganz wenige Worte über Andy Grote verlieren und uns dann natürlich ausführlichst mit unserem Gast beschäftigen. Bevor wir loslegen, haben wir aber erstmals einen wirklich netten und ausführlichen, sag mal, Leserbrief, Hörerbrief wahrscheinlich eher bekommen. Und Debbie liest mal vor. Ja. Hallo liebe Millantonis, trotz Positionierung als Fußball- und Mode-Podcast habt ihr die tolle Geschichte der Rollstuhl-Erlebnisreisen gebracht. Gerne mehr davon. Ich habe daraufhin Heiko im Namen der Kurverwaltung St. Pauli angeschrieben. Heiko hat einen Spendenantrag gestellt und wir haben die erste Reise bezuschusst. Die Initialzündung dazu war eure Millanton-Folge. Vielen Dank nochmal dafür. Wir sind immer auf der Suche nach förderungswürdigen Projekten mit Bezug zum Stadtteil. Zum Hintergrund der Kurverwaltung. Wir bieten mit sogenannten Kurschatten seit 1998 Kieztouren an und verwenden die Einnahmen dann für Projekte mit Bezug zum Stadtteil. Früher, so circa bis 2009, hat die Kurverwaltung auch den obligatorischen Rundgang mit der Mannschaft gestaltet. Mittlerweile macht dies das der Verein aber selbst. Also macht weiter so und vielen Dank für die investierte Arbeit und Zeit. Forza, Klaas, Kurschatten der Kurverwaltung, stehe in der Gegengerade. Hervorragend. Also schönen Gruß zurück und sowieso Rollstuhl-Erlebnisreisen hat jetzt inzwischen bereits die dritte Reise hinter sich gebracht. Also ganz, ganz großartiges Projekt. Schönen Gruß an Heiko und die Crew dahinter. Die Kurverwaltung übrigens auch. Ich war da heute mal auf der Internetseite. Auch super, super Sache. Also da kann man, sollten wir verlinken auf jeden Fall. Da kann man auch so, ohne dass man da irgendwelche Rundgänge mitmacht, kann man auch so spenden, wenn ich das heute richtig gesehen habe, Mitglied werden und so viele, viele Sachen auf St. Pauli unterstützen. Viele ganz kleine Projekte, die man sonst gar nicht so unbedingt mitbekommt, leider.
Wie kriege ich jetzt die Brücke zu Andi Grote? Keine Ahnung. Wir werden das Thema ganz kurz behandeln. Es gibt am Donnerstagabend oder soll geben eine Podiumsdiskussion, organisiert vom Fanclub Fairnetzer 1910. Auf dem Podium sollen sitzen Dr. Rainer Koch, Präsidium DFB, Jonas Bold von diesem Nachbarverein, Uke Göttlich, Gerhard Delling und Annika Rittmann von Fridays for Future. Thema unsere Werte. Wir brauchen neue Werte im Fußball. Das Ganze findet statt oder soll stattfinden in der Südkurve. Wir haben uns da im Blog bereits ausführlich zu geäußert. Es gibt auch von USP da eine Stellungnahme. Da wir jetzt Dienstagabend aufnehmen, Mittwoch veröffentlichen und Donnerstagabend das stattfindet, mag durchaus es sein, dass sich da noch einiges vorher tut. Deswegen haben wir gesagt, reden wir nicht groß drüber, sondern verweisen nur auf den Blog. Grundsätzlich schön, wenn Fanclubs was machen. Noch besser bei so einem Thema wäre sicherlich gewesen, auch einen Fanvertreter auf dem Podium zu haben. Und ob man Andi Grote unbedingt in die Südkurve einladen muss, ja, darüber geht die ganze Diskussion. Wie gesagt, für mehr im Blog. Möchte noch jemand was ergänzen? Kopfschütteln hört man immer gut im Podcast. Dann widmen wir uns doch der Causa Cenk Sahin. Möchte jemand zusammenfassen oder soll ich das tun? Mach du mal. Wir grätschen dir dazwischen. Genau. Wir fallen dir immer wieder ins Wort. Cenk Sahin war ein Profifußballer des FC St. Pauli, ist das rein rechtlich immer noch. Veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram ein Posting sinngemäß übersetzt: Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch. Am Freitag sollte er im Kader stehen für das Testspiel gegen Werder, wurde da aber dann nicht für berufen, beziehungsweise vielleicht andersrum auch aus dem Kader gestrichen, flog dann nach Istanbul auf verlängertes Wochenende, was zugeben vielleicht sowieso der Fall gewesen wäre, gehe ich jetzt mal von aus, und hätte dann am Dienstag wieder zum Training hier erscheinen sollen, was dann gestern aber bekannt gegeben wurde, dass er das nicht mehr braucht, weil er ist ab sofort freigestellt aufgrund dieser Äußerungen, die gegen die Werte des Vereins verstoßen, zumal er das wiederholt getan hat. Soweit der Stand. Rein arbeitsrechtlich ist er freigestellt, das heißt, er kriegt weiter Gehalt, hat aber ausdrücklich auch die Genehmigung, bei anderen Vereinen zu trainieren, sich fit zu halten oder auch, was weiß ich, in Testspielen eingesetzt zu werden. Und dann muss man halt sehen, ob man sich dann im Winter irgendwie voneinander trennt, wenn man das vertraglich nicht vorher schon auf anderem Wege schaffen kann. Bitte um Handzeichen. Wer fand dieses Instagram-Posting ganz fantastisch? Ich sehe keine Meldungen. Ja, wer von euch mag denn mal was sagen? Jetzt bitte ich nochmal um Handzeichen und um Redebeiträge. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr, sehr schwer, da was zu sagen. Der Verein hat da eine schöne Stellungnahme zu gepostet, dass es immer schwierig ist, bezüglich kultureller Hintergründe, da groß was zu sagen zu. Es ist halt einfach so, dass es in der Türkei anders aufgenommen und anders gewertet wird als bei uns. Von daher, ich will da nicht auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen. Grundsätzlich sind kriegerische Handlungen zu verabscheuen und zu nicht auch noch zu bewerben. Und deswegen finde ich die Reaktion in dem Fall auch richtig. Er ist inzwischen bei seinem alten Club schon wieder quasi. Er hat auch ein schönes Foto. Hier. Das kann ich nicht aussprechen, das traue ich mir nicht. Und, tolles Stadion, aber ist aber sonst, wohl sehr regimenah, wenn man das so ja, liest. Gehört. Mhm. Die Nummer 12 wird nicht mehr vergeben, weil bei der Eröffnung des Stadions Herr Erdogan mit der 12 aufgelaufen ist und seitdem wird die 12 halt nicht mehr vergeben im Verein. Ja, grundsätzlich halte ich es da wieder fein, finde es gut, dass die Trennung da vollzogen wird oder daran gearbeitet wird. Ja, Punkt. Es geht ja noch, also sein Instagram-Post, er hat jetzt noch sein Profil auf privat gestellt und man kann das immer noch verfolgen. Da kommt ja immer noch eins nach dem anderen. Dann wird das Foto gepostet von der türkischen Nationalmannschaft gegrüßt. Dann wird ein Foto aus dem Flugzeug gepostet, wenn er in Ankara landet und so. Das ist alles eigentlich auch nicht viel mehr erwähnenswert. Ich glaube, wir sollten damit relativ zügig abschließen. Das ist eine vernünftige Reaktion gewesen. Ich finde auch, dass es tatsächlich, was der Verein geschrieben hat, man sollte sich da nicht zu sehr in andere Belange oder kann sich da auch vielleicht gar nicht so reindenken. Ich habe heute auch einen Beitrag von, ich glaube, Fatih Demireli, türkischer Journalist, ich habe den Namen richtig im Kopf, der auch dargestellt hat, wie der Spieler von Düsseldorf, ich glaube Ayhan, der ja gestern oder vorgestern in Frankreich dann das Tor gemacht hat, eben von seinen Mitspielern mehr oder weniger gedrängt wurde, da zu salutieren, wie sie es alle gemacht haben, und er das eben nicht gemacht hat. Und dafür, dass er das nicht gemacht hat, wird er jetzt eben dann auch in der Türkei
herb kritisiert und das ist halt alles sehr kompliziert, Tim. Um damit einzugrätschen, er hat es jetzt in Frankreich nicht gemacht, genauso wie sein Düsseldorfer Kollege Kenan Karaman. Ja. Mhm. Hat aber sehr wohl diesen Post aus der Kabine vom Spiel davor, da ist er wohl mit drauf gewesen. Genau. Sind beide mit drauf gewesen. So. Genau, dafür hat er auch viel Ärger in Düsseldorf bekommen, so wie Schein das bei uns auch hat. Ja. Alles sehr, sehr schwierig. Sebastian. Wobei ich bei aller Komplexität und Schwierigkeit schon den Eindruck habe, dass unser Verein sich da gerade in meiner Wahrnehmung nach zumindest sehr richtig verhalten hat, weil es das Thema eben jetzt auch nicht zum ersten Mal gab mit Shahin, dass da irgendwelche, nennen wir sie mal tendenziell nationalistischen Geschichten liefen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich finde auch die Stellungnahme des Vereins da eigentlich sehr angemessen und angebracht. Also da erstmal einen sehr guten Job gemacht, meiner Wahrnehmung nach. Genau. Und da ja der Begriff Meinungsfreiheit auch so ein bisschen strapaziert wurde in den letzten Tagen, also ich denke, mit Meinungsfreiheit in dem Zusammenhang ist natürlich erstmal gemeint, dass er grundsätzlich sagen darf, was er darüber denkt. Es ist aber nicht so, dass das dann auch gleich Konsequenzenfreiheit bedeutet. Und wenn der Verein dann da eben sagt, dass unsere Werte damit nicht einander passen, dann ist das eben so. Ja, Daniel, willst du dich da auch irgendwie zu äußern oder wie habt ihr da in der Mannschaft kurz drüber gesprochen? Ja, also ich glaube, in der Mannschaft war es durchaus auch Thema. Ich glaube, wie hier in der Runde wahrscheinlich auch bei jedem darüber diskutiert wurde. Aber letztendlich ja, glaube ich auch, dass der Verein, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit hatte, als so zu handeln, wie er es getan hat. Und ja, wir beziehungsweise ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, die Sicht des Vereins. Und ja, glaube auch, dass das, glaube ich, so für alle Beteiligten dann letztendlich der richtige Weg war. Dann schauen wir mal, was da demnächst noch passiert. Tim. Ist halt aus wirtschaftlicher Sicht, ist das der Wahnsinn, ne? Also das muss man auch, weil ich nicht unbedingt, weil ich jetzt denke, so, oh, das war total falsch. Ich bin da auch, ich unterstütze das auch voll und ganz, die Reaktion des Vereins darauf. Aber wenn man sich überlegt, man stellt jetzt bei vollen Bezügen, stellt man jemanden frei, dessen Marktwert in der Zeit ja auf jeden Fall eher nicht steigt, sondern eher Richtung, also Richtung historischen Tiefpunkt eiert. Das ist schon heftig, aber nützt halt nichts. Wobei auf der anderen Seite hat er sich jetzt in letzter Zeit sportlich auch nicht wirklich aufgedrängt und es war auch jetzt nicht zu erahnen, dass er jetzt irgendwie eine Entwicklung einsetzt, die den sowieso stetigen Marktwertverfall umkehrt. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es die Chance. Sehr schön formuliert, sehr schön formuliert. Dass es tatsächlich jetzt einen Interessenten, vielleicht einen oder den einen oder anderen Interessenten in der Türkei hinter dem Ofen hervorgelockt hat, da einen Transfer über die Bühne gehen zu lassen. Obwohl das nun wirklich dann wieder doch dem politischen Kontext unangemessen ist, glaube ich, in diese Richtung sich Gedanken zu erlauben. Zeigt aber auf eine Art auch so ein bisschen, wie absurd dieses Business eigentlich tickt, ne? Das ist vielleicht ein fantastisches Schlusswort zu diesem Thema und wir gucken einfach mal, wie wir da im Winter dann drüber reden. Womit wir? Hoffentlich gar nicht mehr. Ich dachte jetzt so 3 Millionen von Bahakshir oder so. Basakshir. Entschuldigung. Klar, das so viel Zeit. Das wird bestimmt genauso passieren. Womit wir bei unserem Gast wären. Daniel Bubala ist geboren am 11. Mai 1990 in Bergisch Gladbach. Korrekt. Erklär mal dem geneigten Hörer, wo sich dieser Ort befindet. Ja. Also ich glaube, für Hamburger sage ich in der Nähe von Köln. Guckt ihr gar nicht Germany's Next Topmodel? Und Heidi Klum kommt da her, oder nicht? Also letztendlich. Ja, aber deswegen weiß ich ja immer noch nicht, wo das liegt. Na, bei Köln haben wir doch gerade schon gesehen. Die haben hast du gar nicht ein bisschen auf. Mike, wozu erzählen wir dir das hier alles? Also von Köln aus Richtung Bergisches Land, mit der S-Bahn sogar noch Köln zu erreichen. Also nicht ganz so weit weg. Also ja, ich glaube, es war damals, haben meine Eltern in Köln gewohnt und es war damals, zu damaligen Verhältnissen, was Entbindungen bzw. Geburten angeht, war das, glaube ich, so das Krankenhaus, wo alle hin wollten und deswegen wahrscheinlich auch meine Eltern sich dafür entschieden haben. Wahrscheinlich war Heidi Klum da 20 Jahre vorher auch geboren. Das weiß ich nicht. Bist du auch Köln-Fan oder wie? Nee, tatsächlich nicht.
Bayern-Fan, habe ich gelesen. Ja, also... Ist das besser? Ja, das ist die Frage. Als Kind habe ich immer mit Bayern sympathisiert. Mein Vater war Köln und hat versucht, mich in die Richtung zu lenken, aber das hat nicht funktioniert. Ja, ob Bayern jetzt besser ist, ist dann dahingestellt. Mittlerweile bin ich da eigentlich relativ losgelöst von. Wenn es darum geht, Bayern oder Dortmund, wer da gewinnt, sage ich auch teilweise Dortmund. Also damit spannend bleibt. Ja, nicht unbedingt. Also ich finde halt, dass Dortmund die letzten Jahre auch teilweise ganz geilen Fußball gespielt hat. Und Bayern war es mal relativ, ja, die waren effizient, haben aber nicht immer den schönsten Fußball gespielt. Deswegen war ich da teilweise auch auf Dortmunder Seite, aber letztendlich bin ich hier in Hamburg auch sehr, sehr, sehr glücklich. Von daher, richtig, als Freund des schönen Fußballs. Ja, mittlerweile vielleicht. Ah, diese Saison geht das tatsächlich, ja. In einer Zeit, in der eigentlich in den ersten Profiligen nur noch Leute sind, die das Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen haben, bist du tatsächlich die große Ausnahme, weil du bis zu deinem ungefähr 21. Geburtstag nur für folgende Vereine gespielt hast, nämlich den TuS Asbach und den SV Rossbach-Verscheid. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ich habe nachgeschaut, heute spielt der TuS Asbach in der Kreisliga Westerwald und wenn dein Wikipedia-Eintrag stimmt, spielt dein Bruder Frederik immer noch da. Ja, so mehr oder weniger. Der ist dann noch gemeldet. Auf dem Spielerpass spielen wir anders. Wir müssen das jetzt nicht weiter verfolgen. Nee, damit du da ab und an mal spielen kannst. Aber sei doch was, ehrlich. Was vielleicht, nee, es gibt tatsächlich sogar zwei Spielgenehmigungen. Der spielt tatsächlich für zwei Vereine. Dass das geht, wusste ich auch erst seitdem. Aber dann nicht im gleichen Verband, sondern er ist... Genau, er arbeitet in Darmstadt. Und bei Darmstadt tatsächlich. Wie gesagt, der ist dann noch gemeldet, spielt auch ab und zu, aber da er beruflich in Darmstadt unterwegs ist, hat er da, glaube ich, jetzt auch einen Verein mittlerweile wieder, wo er dann auch unterwegs ist. Ja. Aber das ist ja vielleicht auch ganz spannend, eben, dass er für Darmstadt arbeitet. Ja. Wir können ja gleich noch ausführlich über deine Karriere sprechen, aber... Was geht denn schief, damit man bei SV Darmstadt 98 irgendwann, was macht der Marketing, ne? Oder? Ja, Sportmanagement. Also ist im Marketing, also hat Sportmanagement studiert, ist im Marketing bei Darmstadt tätig. Und ja, also er hat dann halt einen Praktikumsplatz bekommen und ist halt dann dabei geblieben. Ob man das jetzt gut heißt, ja, weiß ich nicht. Ja, aber es können ja umgekehrt auch nicht alle, die im Profifußball arbeiten wollen, hier arbeiten. Das ist korrekt. Tja, Marketing, ne? Also wir verweisen auf unsere nächste Sendung. Da haben wir nämlich Martin Drost zu Gast. Ja, vielleicht können wir es dann nochmal ansprechen. Ob er noch freie Stellen hat, dann holen wir den mal her. Du bist dann tatsächlich im Alter von 21 zum FSV Mainz 05-2 gegangen, die damals gespielt haben in der Regionalliga Süd. Das ist ja dann doch für so eine Karriere, die dann halt noch durchstartet in den Profibereich, schon echt spät. Das ist korrekt. Also gab es keine Scouts in Bergisch Gladbach, oder? War ja nicht Scouts. Ist nicht Bergisch Gladbach. Ist nicht Bergisch. Genau. Heidi Klum hat mich nicht entdeckt. Es ist tatsächlich wenig da unterwegs an Scouts. Also es ist im... mit 6 Jahren sind wir weggezogen von Köln, sondern in Westerwald. Und ja, da ist, glaube ich... der Hund begraben. Ja, also nee, also nicht so, wie man es sich, ganz so schlimm, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt, wenn man in Hamburg wohnt, ist es nicht. Aber was fußballtechnisch angeht, das gehört zu Rheinland-Pfalz. Was jetzt fußballerisch gesehen jetzt nicht über die absoluten Top-Vereine verfügt. Die Länderauswahl, die ist aus Koblenz unterwegs gewesen. Also jetzt auch nicht das Zentrum, was Fußball unbedingt angeht. Deswegen bin ich relativ spät, in Anführungszeichen, entdeckt worden von Stefan Krämer in Rossbach, der war Trainer.
der jetzt heutzutage bei Magdeburg arbeitet. Und der hat mich quasi erst, der hat mich irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, höher zu spielen. Und hat mich dann quasi von seinem Verein weggelotst und hat mir mehrere Probetrainings besorgt, unter anderem bei Mainz 05. Und ja, da bin ich dann erstmal gelandet. Was war denn bis dahin die Berufsplanung? Bis dahin war ich gerade, ich habe mein Abitur gemacht und habe gerade, als ich da noch bei Rosbach gespielt habe, meinen Zivildienst, den es damals noch gab, gemacht. Und ich hatte vor, Psychologie zu studieren. Hast das aber dann nicht mehr gemacht? Ich habe mich zu Mainzer Zeiten eingeschrieben und bin es tatsächlich immer noch. Ach, Student! Habe aber noch keine Prüfungen abgelegt oder gar nichts und habe auch nicht viel dafür getan, weil ich damals mir gesagt habe, ich probiere das mit Fußball und wenn ich nicht weiterkomme, studiere ich, mache mein Studium weiter. Ja, jetzt bin ich schon 7 Jahre in der zweiten Liga, also könnte man jetzt damit wieder anfangen, theoretisch. Ich habe es quasi zum Profi geschafft und damit liegt das auf Eis, aber die Psychologie hat meine Frau, die eigentlich auch was anderes machen wollte, die wollte Medizin studieren, die hat jetzt macht jetzt gerade ihren Master in Psychologie, also hat sie das quasi für mich jetzt mal fortgesetzt. Und wäre das was für nach die Karriere oder ist das so weit weg, dass du sagst, das fange ich auch nicht mehr an? Ja, ich habe mitbekommen, was meine Frau da alles auswendig lernt. da bin ich tatsächlich mittlerweile ein bisschen von abgekommen. Also mittlerweile kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich den ersten Trainerschein demnächst mache. Hm. Ja. Da gibt es immer noch diesen Quereinstieg für Profis oder wie ist das? Ja, den ersten Schein kriegt man nach 7 Jahren Profifußball quasi geschenkt, in Anführungszeichen. Und fängt aber dann mit dem nächsten an, aber letztendlich fehlen dann immer noch 3, bis man mit der Ausbildung fertig ist sozusagen. Deswegen ist ein etwas leichterer Einstieg, aber geschenkt kriegt man da glaube ich so viel auch nicht. Du bist dann im Winter 2012 zum VfR Aalen gewechselt. Ist jetzt auch nicht der allerbeste Verein. Zu Ralf Hasenhüttl. Das ist ja schon dann, würde ich sagen, auch wenn man das mal anguckt, Stefan Krämer, hattest du ja selber gesagt. Mhm. Dann Martin Schmidt ist es gewesen, der jetzt bei Augsburg Trainer ist in Mainz. Und Marco Rose auch. Ah, Marco Rose habe ich gesehen. Der war Co-Trainer. Ah ja, okay. Siehst du, das... Also, da haben viele Leute immer das Talent von Daniel Buballa erkannt, würde ich sagen. Ralf Hasenhüttl ist ja dann eher so upper class. VfR Aalen klingt jetzt vielleicht nicht danach unbedingt, aber die haben damals unter ihm... Aber war Hasenhüttl damals schon upper class? Ja, noch nicht. Der ist von da, glaube ich, zu Ingolstadt gegangen. Okay. Also... Die nächste Top-Adresse im Fußball. Welches Aalen ist das? Das bei Heidenheim oder das andere? Das Doppel-A. Mhm. Ja, bei Heidenheim. Mhm. Ja, trainertechnisch war ich immer ganz gut aufgestellt. Stefan Rodenbeck war noch mit dabei. Den habe ich 1 Jahr noch in Aalen gehabt. Der ist ja dann von da nach Fürth und dann nach Köln. Stimmt. Mittlerweile macht er da die A-Jugend. Auch super Trainer gewesen. Also da habe ich gute Trainer gehabt, immer auf jeden Fall. Und dann ging es zu St. Pauli. Dann ging es zu St. Pauli, ja. Aber nach 1,5 Jahren, nach 64 Spielen und nach 2 Toren... Ich habe mir aufgeschrieben, gegen wen das war. Nämlich, muss ich nachgucken, gegen Kaiserslautern hast du das 3-0 gemacht. Ihr habt 4-0 gespielt. Und gegen Union hast du das 3-0 gemacht. In der 79. Da habt ihr 3-0 gespielt. Und wenn man jetzt, wir greifen vorweg, du hast auch bei uns schon 1 Tor gemacht. Mhm. Da war es das 4-0 gegen Düsseldorf. So ein entscheidendes erstes Tor kannst du nicht. Hm? Ja, also Spiele so von wegen, ja, jetzt darf der linke Verteidiger auch mal ran. Okay, ist auch nicht deine Aufgabe. Ist ja nicht so, dass du gegen Sandhausen auch mal einen hättest machen dürfen, ne? Aber das ging Sandhausen gegen den HSV, also hätte du da auch mal einen machen können. Ja, das wäre mal ein guter Einstieg wieder gewesen. Das wäre aber dann auch das 3-0 gewesen. Ja, okay.
Wie man Tore in der zweiten Bundesliga so abwerten kann, das hätte von euch noch keiner gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, andere Verteidiger des FC St. Pauli machen ganze GIFs draus, wenn sie mal ein Tor schießen. Nämlich, wenn du irgendwie in Social Media unterwegs bist, kommst du an Tor-GIFs von Ralf Gunesch gegen Hoffenheim nicht vorbei. Ja gut, der hat ja auch nicht so viele sonst gemacht. Ja, ich ja auch nicht. Also ausschlachten werde ich das, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber magst du uns dieses eine Tor gegen Düsseldorf nochmal aus deiner Sicht schildern, weil Ralf braucht das auch immer als Plattform, dass er das nochmal verbreiten kann. Von daher möchte ich schon einmal hören, wie hat sich das für dich dargestellt oder hast du es komplett aus der Erinnerung verdrängt, weil das so lange her ist? Ja, es ist tatsächlich ewig her. Also, Guckst du dir das nicht mehr an, so zu Hause? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß es noch genau, da kommt ein langer Ball rein. Du schießt den Volley. Volley haust du den rein. Volley. Mit Aufsetzer, genau. Also, war schon ein schönes Tor, aber ich gebe euch recht, ich kann auch schon demnächst auch vielleicht auch nochmal eins machen. Es reicht völlig, wenn du das im Rückspiel. So einen gewissen Druck kommt hier tatsächlich kommt hier so rüber, ja. War das das Düsseldorf-Spiel, wo Kyung-Rok Choi irgendwie noch die zwei Dinger gemacht hat oder das, wo Lenny T den Rest? Also, Choi hat auf jeden Fall dein Tor vorbereitet, das weiß ich noch. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Also, Lenny T war ja 4-0. Alter, wie oft wir Düsseldorf schon 4-0 weggehauen haben. Ja, steig ab, Leute, wir müssen mal wieder. Wo spielen die jetzt? Fallobst Fortuna. Ja. Na gut. Okay, es gibt einen Vorfall, der wahrscheinlich den meisten noch, ich hätte es fast gesagt, präsenter ist als dir, weil du wahrscheinlich vieles davon verdrängt hast, nämlich den Zusammenprall mit Manuel Riemann im Spiel gegen Bochum, als du dann, und da hört es jetzt auch auf, lustig zu sein, mit einem Schädel-Hirn-Trauma ausgewechselt werden musstest. Ich habe das noch relativ gut vor Augen. Ich weiß noch, dass ich da bei dem Spiel ausnahmsweise auf der Haupttribüne gesessen habe. Und das war so einer der Momente, wo man echt denkt, boah, das ist wirklich schlimm. Wie lange warst du da ausgefallen und vor allem, wie schnell warst du wieder bei Bewusstsein und was für Erinnerungen hast du da überhaupt noch dran? Ja, also ausgefallen bin ich gar nicht so lange, weil es war tatsächlich das letzte Spiel vor der Winterpause. So ein bisschen Nachwirkungen hat es noch gehabt. Ich glaube, 2 Wochen hatte ich auf jeden Fall noch Kopfschmerzen danach. Gar nicht so lustig, muss ich leider jetzt ein bisschen, also ist sehr gut ausgegangen, Folgeschäden hat es, was meine Wahrnehmung betrifft, nicht gehabt, aber es war tatsächlich, gibt ein paar lustige Anekdoten dazu, und zwar war es da so, dass meine Frau auch im Stadion war und auf der Tribüne gesessen und war auch total schockiert und ist direkt runter und ist durch das Security hat sie es durchgeschafft und ist im Krankenwagen mitgefahren. Und ja, ich habe wohl im Krankenwagen mehrfach gefragt, wer denn diese Frau sei. Okay. Und, das ist die Psychologin. Wie oft kriegst du das in einer durchschnittlichen Woche heute? Es kommt darauf an, was du gesagt hast, ob diese Frau bitte den Wagen verlassen könnte oder wer denn die schöne Frau sein könnte. Genau. Was du gesagt hast. Beides schwierig, oder? Ja, naja, das kommt darauf an, was du nach der schönen Frau sagst. Dass deine eigene Frau davon nichts mehr erfahren darf, dann ist es schwierig. Und wenn du nur schöne Frau sagst, dann geht's. Ja, also ich habe die Erzählung auch, ich weiß nicht genau, was ich da erzählt habe. Ich habe die Erzählung von meiner Frau bekommen. Und im Krankenhaus wollten sie mich tatsächlich direkt quasi wieder nach Hause schicken. Stell mir so an, was? So nach dem Motto, ohne MRT, ohne gar nichts. Die wollten, ich glaube, ich war noch im Trikot und kam dann da an und der Arzt, der da im Krankenhaus war, hat gesagt, ja, also von mir, von meiner Wahrnehmung können Sie wieder gehen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und dann haben sie wohl unser damaliger Osteopath Petros Katsaris, der hat den Chefarzt quasi mal hergebeten und weitere Untersuchungen gefordert. Aber es wäre, glaube ich, ganz lustig gewesen, wenn ich da alleine gewesen wäre und sie hätten mich in dem Zustand, in dem ich war, auf die Straße gesetzt. Ich glaube, also es war tatsächlich so, dass ich von meiner Wahrnehmung erst im Krankenhaus Bett quasi wieder was weiß. Also zwischen dem Aufprall und Krankenhaus, also
komplett weg. Hast du davor die Zeit, also vor dem Zusammenstoß, hast du das Spiel noch im Kopf? Also zu teilen. Also die letzten Minuten vor dem Zusammenprall weiß ich auch nicht mehr, aber den Start, also den habe ich schon noch im Kopf. Aber ja, wie gesagt, dazwischen ist weg. Hast du irgendwie danach mal überlegt, mit Helm oder irgend sowas zu spielen? Nee, überhaupt nicht. Hätte das überhaupt irgendwie was geholfen in dem Moment? Also dadurch, dass nichts gebrochen ist und der Aufprall bzw. die Gehirnerschütterung, weil wahrscheinlich mit einem Helm auch so passiert, also glaube ich nicht, dass da groß was geholfen hätte. Und wie gesagt, letztendlich war es eine schwere Gehirnerschütterung, aber ich glaube, da hätte auch deutlich Schlimmeres passieren können. Deswegen glaube ich, ja, bin ich da noch gut davon weggekommen. Es gibt ja immer im Fußball dann die Diskussion, in deinem Fall war klar, der muss ausgewechselt werden, da passiert dort nichts mehr auf dem Feld. Mhm. Aber es gibt ja häufig Situationen, wo Spieler irgendwie zusammenstoßen mit dem Kopf, vielleicht eine Gehirnerschütterung haben. Und da gibt es ja im American Football dieses Concussion-Protokoll, wo halt bestimmte Dinge durchlaufen werden müssen, inklusive der geht in ein dunkles Zelt, wird erstmal in Ruhe untersucht, bevor er wieder aufs Spielfeld darf. So etwas gibt es in der Form im Fußball nicht. Hast du dir danach über sowas mal Gedanken gemacht oder redet ihr über sowas? Weil wir hatten ja letztens auch, ich weiß nicht mehr, Park war das, glaube ich, einmal. Miyagi hat er auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall noch fast die Halbzeit zu Ende gespielt, glaube ich, mit. Und da hat man später auf den Fernsehbildern hat man gesehen, dass er keine Gehirnerschütterung haben konnte da von dem Zusammenprall. Hast du mitgekriegt? Ich habe das nicht. Ja. Dreifach Verneinung, sehr gut. Manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, es wäre zeittechnisch ein Problem, wenn es vorgeschrieben wäre, dieses Concussion-Protokoll, was ja im American Football auch durchaus was länger dauert. Mhm. Ich glaube, wenn das im Fußball der Fall wäre, würde es bedeuten, dass man, wenn man Verdacht hätte, dass was wäre, müsste der Spieler zwangsläufig ausgewechselt werden. Auch wenn er gar nichts hätte, theoretisch, weil sonst müsste die Mannschaft 10 Minuten ohne einen Spieler auskommen, was also jeder Trainer würde dann zwangsläufig auswechseln. Ist halt die Frage, ob das nicht der Mannschaftsarzt, der quasi dann sowieso mit dem Spieler dann zu tun hat, ob der das nicht auch einschätzen kann, ob der Spieler bei ja. Ja, ich glaube, gerade da ist halt die Schwierigkeit in der Diskussion, weil, wie du eben sagst, ne, weil natürlich möchte man als Trainer ungern auswechseln und es gab halt, gerade in den letzten 2 Jahren habe ich das ein bisschen mehr verfolgt, auch viele Fälle von Spielern, die im Nachhinein auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung von Situationen davongetragen haben, wo dann die Mannschaftsärzte aber gesagt haben, nee, kannst weiterspielen. Und weil eben da wahrscheinlich Leistung vor Sicherheit geht sozusagen. Ne? Und, ich glaube, im deutschen Fußball ist das noch ein bisschen anders. Beim American Football ist es halt so, das muss ein unabhängiger Arzt sein, weil die Mannschaftsärzte da von der Mannschaft bezahlt werden. Hier in Deutschland hat so ein Arzt immer noch ein bisschen einen anderen Anspruch. Also der wird nie sagen, naja gut. Naja, aber es geht ja trotzdem offensichtlich. Aber die Fälle gab es trotzdem. Also es geht ich ja glaube trotzdem einfach, dass vor Ort die Diagnose gar nicht so genau gestellt werden kann. Auch in diesem dunklen Zelt, wenn der Arzt sich nicht sicher ist, schickt er den rein und ins nächste Krankenhaus zum MRT. Da wird nicht auf dem Platz gesagt, wenn der sich nicht zu 100%ig sicher ist, dass der nicht wieder rein kann. Es ist einfach schwierig, direkt vor Ort eine Diagnose zu machen. Ne? Es ist laut ringsrum, es ist schwierig und dir fehlen halt vielleicht auch so ein bisschen die Mittel dazu. Zumal du im Football ja auch ein wesentlich höheres Risiko auf derartige Verletzungen hast und halt auch durch die Häufung der Verletzungen nochmal ein ganz anderes Risiko für die einzelnen Spieler hast. Naja, so auf die Dauer Kopfbälle sind halt auch nicht gesund, glaube ich, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, das ist korrekt. Also ich glaube, letztendlich der Spieler kann ganz gut einschätzen, was er seinem Körper bzw. seinem Kopf da antut, wenn er dann in dem Fall weiterspielt. Deswegen glaube ich, dass es letztendlich in der Verantwortung des Spielers in erster Linie liegt. Ob das gut ist, ist dann halt eine andere Frage, aber ich glaube, ja. Schwierig. Ja. Es ist total schwierig. Also ich hatte mal den Fall bei mir in der Mannschaft, in der ich mitgespielt habe, da ist einer ist zusammengerasselt mit seinem Gegenspieler, stand auf, hat gesagt, kann weiterspielen, hat kurz geschielt und dann hat er aber gesagt, kann weiterspielen. In einer Halbzeitpause, eine halbe Stunde später saß er in der Kabine, guckte uns auf einmal an und hat gesagt, wo bin ich hier? So, also deswegen glaube ich so, dass
die Entscheidung dem Spieler zu überlassen, ist, also klar, es ist schwierig. Die Spieler können nicht für 10 Minuten irgendwie raus, und beim Football ist es übrigens so, dass die im Stadion ein MRT machen können. Ja. So, da müssen die auch nicht mal ins Krankenhaus oder so, aber da muss irgendwie eine Regelung gefunden werden. Man könnte ja so eine, also wenn dieses Concussion-Protokoll aktiv wird, dann kann der Verein für die 10 Minuten einen einwechseln, und wenn der Spieler danach zurückkommt, wird das Wechselkontingent davon nicht betroffen. Wurde nicht jetzt irgendwas angekündigt, dass irgendwas jetzt kommt bezüglich Concussion-Protokoll für nächste Saison oder so? Ich habe es gerade vor ein paar Wochen habe ich das irgendwie verfolgt, dass da irgendwas kommen soll zur neuen Saison. Okay. Gut, schauen wir nochmal. Wenn entsprechend, werde ich verlinken, mache ich mir nochmal ein Fragezeichen hier ran. Aber sonst warst du ja bisher noch gar nicht so häufig verletzt, ne? Was machst du denn eigentlich? Also ich habe mal geguckt, bei auf transfermarkt.de steht, du hattest, letzte Saison hattest du einen Außenbandriss, und 2014, 2015, der Saison, hast du eine Oberschenkelverletzung gehabt. 2015, 2016 warst du einer, das ist ja ganz selten davon, einer der Feldspieler, die keine einzige Minute verpasst haben. Und während andere Spieler zwei, drei Seiten füllen mit verschiedensten Verletzungen, stehen bei dir genau zwei Verletzungen. Was machst du? Hast du irgendeine besondere Ernährung? Gehst du zwei Kämpfen aus dem Weg? Ich weiß es nicht. Ja. Es ist erstmal geil, dass man sich hier rechtfertigen muss, wenn man nicht verletzt ist. Das kennen wir hier nicht. Wir sind genau, ständig irgendwas. Wir auf St. Pauli wissen, dass immer Leute verletzt sein müssen. Ja, das machen vielleicht bin ich da recht glücklich weggekommen in letzter Zeit. Ich glaube, in der ersten Saison hatte ich einen Muskelbündelriss durch einen Zusammenprall, und letztes Jahr im Winter hat mich im Training hat mich Schnecke erwischt, da war ich ein bisschen zu langsam. Ansonsten bin ich da, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Glück ist, wahrscheinlich nicht nur. Ich bin, glaube ich, immer einer der fittesten Spieler gewesen in der Mannschaft. Ich glaube, es hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich da mit großen Verletzungen eigentlich immer gut weggekommen bin bisher. Möchte ich vielleicht so anmerken. Genau, soll gerne so bleiben. Ich habe ein Interview mit dir gefunden bei bwin.com, komischerweise. Und da hast du unter anderem aufgezählt, was das Leben als Profifußballer für Nachteile hat. Und da hast erwähnt, ich kann Hotels nicht mehr sehen. 8 Stunden Zugfahrt alle 2 Wochen finde ich auch nicht so geil. Und man kann sich seinen Wohnort nicht aussuchen. Stichwort Familie ist dann halt doch teilweise recht weit weg. Ich gehe davon aus, dass mit den Hotels hat sich seitdem nicht sonderlich verändert. Mhm. Also alle 2 Wochen ist ja nicht, auch nicht nur, es ist im Sommer und Winter ist es natürlich auch nochmal eine kleine Reise über 7 bis 10 Tage. Aber ich glaube, da muss er, also generell ist das Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, andere Urlaub machen, sind wir quasi im Hotel da untergebracht und dürfen da trainieren. Also ich glaube, wie gesagt, das ist ja mal auf hohem Niveau. Aber das ist halt so, dass ich noch nie so der Fan war von Hotelkomplexen. Und deswegen bin ich da immer noch kein allzu großer Freund von. Okay, das mit der Zugfahrt alle 2 Wochen kann ich auch nachvollziehen. Wie ist das, man kann sich seinen Wohnort nicht aussuchen. Jetzt könnte man ja sagen, du bist ja selber schuld, dass du seit 2014 hier bist. Warum bist du denn nicht schon mal wieder zurück nach, keine Ahnung, Köln oder sonst wo gewechselt? Ja, erstens fühle ich mich ja sehr wohl. Richtige Antwort. letztendlich ist es halt so, man als Fußballer hat man, wenn der Vertrag ausläuft, hat man hoffentlich die Option zu verlängern. Das ist nicht immer der Fall. Bei mir war es aber häufig so und hat dann meistens 2, 3 andere Angebote, die einem vorliegen. Und ja, da muss man sich entscheiden. Letztendlich sind die Angebote aber jetzt nicht immer heimatnah oder wie gesagt mit allen. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wahrscheinlich damals in Bochum oder Köln oder irgendwo in der Nähe was in der gleichen Liga oder ähnlichen Liga zu finden,
hätte ich das damals tatsächlich auch gemacht. Aber letztendlich muss man sagen, dass ich mich, glaube ich, auch dadurch, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, von zu Hause wegzugehen, ja, dass mich das auch hat reifen lassen. Ich bin, wie gesagt, dann mit 19, 20 irgendwie von zu Hause ausgezogen und ja, seitdem ist die Familie immer eine etwas längere Autofahrt entfernt. Ist halt nicht immer leicht, wenn man dann quasi ja, Freunde und Verwandte und Familie halt nicht ganz so häufig sehen kann. Deswegen habe ich das damals auch so gesagt, als Wehmutstropfen, was der Beruf so mit sich bringt. Aber letztendlich fühle ich mich ja sehr wohl. Und seit ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich tatsächlich auch von Familie und Freunden ein bisschen mehr Besuch als das in Aalen der Fall war, komischerweise. Komisch. Die Stadt in Aalen ist auch ganz schön. Also, weiß nicht, ob es daran vielleicht auch liegen könnte. Nee, also, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber generell ist das mein Hobby, was ich zum Beruf machen konnte und bin sehr dankbar dafür. Sven. Du hast gerade gesagt, genau, du hast deine Freunde und deine Familie zurückgelassen. Bist jetzt ja aber auch schon fünf Jahre, glaube ich, hier in Hamburg. Ist es möglich, als Profifußballer auch hier irgendwie einen Freundeskreis aufzubauen, außerhalb des Fußballkontextes? Oder ist das eher, also ich stelle mir das schwierig vor tatsächlich. Ich glaube, du bist kein Superstar, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach, am Wochenende mal auszugehen und irgendwie feiern zu gehen, ohne dass es gleich irgendwo erscheint. Oder stelle ich mir das falsch vor? Also erstmal, also ich glaube, man muss nicht unbedingt feiern gehen, um einen Freundeskreis auszubauen. ich Wer bin saß, tatsächlich. Ich hole mir noch ein Bier. Ja. Also ich glaube, das waren jetzt zwei Fragen. Die erste, also feiern gehe ich generell, glaube ich, bin ich komplett der falsche Typ für. Ich habe, noch nie da große Ambitionen gehabt. Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben. Meistens die Feiern, die ich von zu Hause kenne, sind relativ beschränkt auf Alkoholkonsum. Häufig zumindest. Und das hören die Eltern bestimmt gerne. Irgendwo im Westerwald in Hitler so ein Lichtern im Moment mal. Das ist hier, ich habe ja einen Bruder in der Kreisliga. Ja, richtig. Also deswegen bin ich da eigentlich immer relativ frühzeitig vom Acker gewesen. Was den Freundeskreis angeht, habe ich tatsächlich auch mittlerweile einen Freundeskreis außerhalb vom Fußball. Wenn man so lange hier ist, wie ich das jetzt bin, ja, baut sich da automatisch was auf. Das hat angefangen mit zwei Leuten, die aus der Schule, aus der Schule, wo ich war, hier hochgezogen sind. Und darüber kenne ich jetzt auch viele Leute, meine Nachbarn haben mich relativ viel mit zu tun. Also da lernt man viele Leute kennen, aber wie gesagt eben... Was machst du mit denen dann, wenn du nicht mit denen feiern gehst? wir waren öfter hier bei den Towers schon mit einem Kumpel. Das ist auch Sport. Mit einem anderen, mit der Freundin von einer Schulkollegin, ehemaligen von mir, der Freund von einer Schulkollegin von mir, bin ich öfter squashen hier in Hamburg, bin da halt auch noch mit dem öfter unterwegs und dann habe ich noch mit meinem Hund bin ich auch öfter unterwegs, mit dem mache ich Zughundesport, das heißt, ich habe einen Husky, 2 Jahre alt, mit dem bin ich öfter mit einem Scooter, weiß nicht, ob das jemand kennt, unterwegs. Da treffe ich mich mit anderen Hundebesitzern. Wir fahren durchs Niendorfer Gehege oder durch den Volkspark oder Klövenstein mit den Hunden. Darüber kenne ich auch mittlerweile viele Leute. Deswegen, das baut sich so auf mit der Zeit. Und krass, alles mit Sport und alles aktiv. Chillst du auch mal zu Hause vom Fernseher oder? Ja, auch. auch wenn mir das nicht alle glauben, kommt das auch vor. Aber mittlerweile habe ich auch mit meiner Tochter, freue ich mich, wenn ich auch mal zu Hause bin und Zeit mit ihr verbringen kann. Das ist mir auch viel wert. Das heißt, auf jeden Fall langweilig wird mir auf jeden Fall nicht.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Dog-Scooting. Ich gucke mir das hier gerade an, eingehen. Und ja. Dann rollst du aus dem Roller diesem Hund hinterher. Ja, das ist korrekt. Und das lässt der Verein zu? Ist da nicht so das Verletzungsrisiko, dass man da... Also ich kenne mich, ich würde auf jeden Fall direkt auf die Schnauze fliegen. Also ich würde sagen, das Verletzungsrisiko beim Squashen ist wesentlich höher. Das mache ich auch nicht. Aber das mit dem Hund finde ich halt interessanter. Squashen habe ich nie verstanden. Also das... das Bälle gegen die Wand kloppen. Das ist nämlich auch kein guter Fußballer. Johnny, nur ganz kurz, hast du Fußball je verstanden? Lass uns doch wieder über. Also ich finde, über Hunde reden ist viel schöner. Wenn das gehen würde, würde ich einen Podcast machen. Nee, aber das hast du irgendwie vom Verein, weil du bist ja doch sportlich sehr aktiv, auch außerhalb des Fußballs, gibt es vom Verein dann irgendwelche Einschränkungen, von wegen, bitte springe ich aus Flugzeugen oder versuche Skifahren zu vermeiden oder sowas? Also ich glaube, es gibt Trainer, die das extra vor der Winterpause mal ansprechen, so von wegen. Ja, Skifahren macht das bitte nicht im Winter. Mhm. Ich muss allerdings gestehen, ich bin auch Skifahrer tatsächlich. Und krass. Ja, war die letzten Jahre vielleicht auch ein oder andere Mal in den Alpen unterwegs. Deswegen. Langlauf dann nur, ne? Ja. Natürlich, selbstverständlich. Langlauf und ja, Abriss-Ski bis 10 Uhr. ich glaube, wenn man danach fragt, würden sie jetzt nicht begeistert reagieren. Allerdings, ich glaube, rein rechtlich dürfen sie es einem nicht verbieten. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Zwiespalt, den man da eingeht. Aber das mit dem Dog-Scooter ist. Meiner Meinung nach, wenn man relativ gut auf dem Fahrrad unterwegs ist, relativ ungefährlich. Wie gesagt, beim Autofahren oder Fahrradfahren kann auch was passieren. Ich glaube, wenn man ganz unaktiv ist, dann ist das auch nicht gut. Aber mit dem Dog-Scooter, das sind dann schon Geschwindigkeiten zwischen 20 und 30 km/h. Es kann sicherlich auch was passieren, aber wie gesagt, das. Sven hat es geschafft, eine Bierflasche kaputt zu machen. Deswegen müssen wir kurz lachen. Das musst du damit aufmachen, ne? Was ist das jetzt mit einem. Alter, ich gehe auch nicht so auf Feiern. Nee. Eieieiei. Towers, muss ich kurz einhaken. Warst du die Saison, die haben ja das Einheimspiel gehabt, warst du da zufällig da? Nee. Weiß nicht. Schaffen die den Klassenerhalt? Kannst du das beurteilen? Hast du da tiefere Einsichten? Nee, wie gesagt, ich war diese Saison noch nicht da. Die Mannschaft von letztem Jahr ist, glaube ich, deutlich verändert worden im Vergleich zu dieser Saison. Deswegen habe ich da jetzt noch keine tieferen Einblicke. Ich würde es mir aber auf jeden Fall wünschen. Also ich bin noch häufig mit meinem Sohn und muss sagen, das wäre schon ganz cool, wenn die das schaffen, einfach weil der Verein, dadurch, dass er da in Wilhelmsburg so aus sich selbst heraus, aus einem sozialen Projekt gewachsen ist, das wäre schon ganz cool. Immerhin haben sie jetzt am Freitag ja in Gießen den ersten Saisonsieg gefeiert und es steigt nur ein Verein ab, von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass sie erstklassig bleiben. Spielen die weiter in Wilhelmsburg in der Inselparkhalle? Ja. Oder? Hallo, bitte nicht so abfällig, wenn du Wilhelmsburg sagst. Ich wohne, das war nicht abfällig. Es gibt tatsächlich Bestrebungen oder Überlegungen, wenn ein größerer Gegner, wie zum Beispiel Bayern München kommt, dass man dann ausweicht. In größere Hallen der Stadt, aber man versucht das so lange wie möglich in Wilhelmsburg zu halten. Also zumindest alle Spiele in der Hinrunde bis einschließlich Weihnachten sind in Wilhelmsburg. Stand jetzt. Nun gut, ich habe gelesen, außer Basketball guckst du auch noch gerne Handball und Leichtathletik. Jetzt müssen wir natürlich gleich die Vertrauensfrage stellen. Hast du dir die Leichtathletik-WM in Katar angeschaut? Ja, habe ich tatsächlich. Aber was ist denn das für eine Vertrauensfrage? Nein, die Wissensfrage. Ich habe das auch sehr gerne gesehen tatsächlich. Ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen bei. Schaust du dann auch, Tim, die WM, die Fußball-WM in Katar? Oder ist das noch was anderes? Fußball interessiert mich nicht so. Daniel, würdest du 2022 bereitstehen? Selbstverständlich. Auch als Zuschauer? Sprich, interessieren dich Nationalmannschaften? Also generell Turniere? Oder ist das inzwischen... Also wie stehst du denn zu Fußball allgemein als Zuschauersport. Interessiert dich das oder ist das eine Sache, weil du explizit Basketball, Handball, Leichtathletik aufgezählt hast? Ja, Fußball fehlt, ne? Ich muss tatsächlich gestehen, ich spiele lieber selber, als dass ich gucke. Nationalmannschaft gucke ich mir schon an, aber die Turniere, also die
die Vorbereitungsspiele oder irgendwelche Testspiele gucke ich mir nicht ganz so gerne an, aber vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass ich weiß, wie die Einstellung mancher Spieler zu Testspielen ist. Und ich glaube, wenn wir Testspiele haben, ist dann auch nicht immer, wird nicht von jedem Spieler abgerufen, was in der Meisterschaft abgerufen wird. Und ich glaube, in der Nationalmannschaft ist das in der Form ähnlich. Deswegen, ja, da bin ich nicht ganz so interessiert, aber ich gucke tatsächlich auch, sonst, wenn was läuft am Wochenende, wenn ich Zeit habe, gucke ich auf Fußball. Es ist gut, dass du das sagst. Ich erinnere mich noch irgendwie an das Testspiel in Lübeck diese Saison. Das war wirklich schwere Kost. Den wird es keiner verstanden. Du meinst das Testspiel aus der Reihe, wo nächste Woche die Fortsetzung kommt, oder? Genau, das meinte ich. Dieses Testspiel. Testspielserie. Ja, genau. Unterschiedliche Ligen und so. Eieiei, na gut. Letzter Punkt, den ich mir... Sauerstoff. Ich habe noch eine Frage, dann können wir kurz einen Break machen. Aus diesem B-Win-Interview. Ich kann nicht verstehen, habe ich jetzt paraphrasiert, wie man Autogrammkarten sammelt oder warum jemand mein Gekritzel auf einem Ball oder ein Trikot haben will. Ja. Damit teilst du die Einstellung von Evalin. Der findet das nämlich auch blöd. Wusstest du das? Nee, wusste ich. Also, ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Ja. Aber begeistern dich nicht leuchtende Kinderaugen, die denken, oh, Herr Bubala, das ist aber total toll. Den Schuh stelle ich mir jetzt auf mein Regal. Doch, ich akzeptiere, also ich bin da, also ich gebe auch gerne Autogramme oder mache gerne Selfies, aber ich selber würde, glaube ich, damit nichts anfangen können. Also deswegen... Ich gebe mit einem Foto, wo du drauf bist, meinst du? Ja, ein Selfie mit mir selber. Und mit meinen Unterschriften kann ich auch nicht so viel anfangen. Also ich habe auch tatsächlich nie irgendwie sowas gesammelt oder deswegen ja, ist diese Leidenschaft vielleicht an mir vorübergegangen. Hast du da Lieblingsspieler gehabt früher, zumindest? Ja, Klinsmann fand ich immer cool und Mario Basler, die Freistöße, die er immer geschossen hat, Mehmet Scholl. Ich glaube, damals war es auch nicht so, dass ich dann irgendwie gesagt hätte, ich brauche ein Autogramm von denen, weil, ja. Alles Offensivspieler. Ja, ich habe auch tatsächlich bis Rosbach und in Mainz auch teilweise, in Mainz wurde ich quasi umgeschult, damals, bis dahin habe ich immer links vorne gespielt und, war tatsächlich nie der Tor geschossen hat, aber der so vorbereitet hat. Ich bin immer eigentlich immer mit der Schnellste auf dem Platz gewesen und bin immer bis zur Grundlinie gerannt und habe den Ball zurückgelegt. Das war immer meine Hauptaufgabe. Deswegen offensiv war ich immer offensiv unterwegs. War am Anfang bei uns ja, glaube ich, auch so. Als Halstenberg hinten links gespielt hat, habt ihr euch das, glaube ich, auch ab und zu mal so aufgeteilt, ne? Zeitlang? Ja, richtig. Also da haben wir immer gut abgewechselt. Ja. Und mittlerweile bist du Innenverteidiger. Seit wann weißt du das, dass du Innenverteidiger bist? Dass du das kannst. Ja, also ganz glücklich bin ich darüber nicht, ehrlich gesagt. Ich würde, glaube ich, lieber links spielen. Man hat leider in dem Beruf nicht die Entscheidungsfreiheit zu sagen, wo man selber spielen will. Beziehungsweise kann das sagen, aber wird halt dann nicht immer so umgesetzt. Aber wie gesagt, die letzten Spiele habe ich mich auch auf der Innenverteidigerposition wohl gefühlt und habe da, glaube ich, auch ganz ordentliche Spiele abgeliefert. Deswegen will ich mich da jetzt auch nicht ganz so groß beschweren. Im Moment gelingt dir ja alles. Aber tatsächlich warst du genauso Bis auf die Tore. Warst du genauso überrascht wie ich, als du das erste Mal auf die Innenverteidigerposition geschoben wurdest von Jos Luhukay? Wann wurdest du auf die Innenverteidigerposition geschoben? Ich wurde auf die gar nicht. So, ja. Lustig. Den Witz habe ich jetzt erst nicht verstanden. Doch. Ich glaube, das war in Dresden oder so letzte Saison oder das erste Mal, ne? Da habe ich, glaube ich, mit Dreierkette gespielt. Und aber ich meine, dadurch wächst das ja, ne? Wenn du den linken Part in der Dreierkette spielst, dann ist ja klar, dass du dann irgendwie so ein Mischwesen zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger bist in der Viererkette dann. Oder? Das ist korrekt. Also, damals war es tatsächlich so, dass der Trainer mich noch gefragt hatte, ob ich mir das zutraue, beziehungsweise ob ich mich wohlfühle,
die Position zu spielen, die mir die ich jetzt nicht so unbedingt kenne. Und habe damals halt gesagt, von wegen, dass ich mir das schon zutraue und dass ich das schon versuchen werde, dass ich jetzt da keine Garantie geben kann, dass das direkt zu 100% funktioniert. Aber ja, so ist es wahrscheinlich dann dazu gekommen, dass ich die letzten zwei Spiele auch in ran musste, durfte. Machen wir jetzt noch Tims Frage und dann machen wir kurze Sauerstoff. Das ist keine Frage, ist nur eine Anmerkung. Louis van Gaal hat mal gesagt, es war über die Rolle von Schweinsteiger. Die wirklich guten Spieler, die tendieren mit dem Alter von offensiv nach defensiv und von außen nach innen zu gehen. Das passt ja bei dir total gut. Deswegen stellen wir Louis van Gaal einfach mal als den weisen alten Mann da und dich als den wirklich guten Spieler, den er damals meinte. Ich lasse es mal so stehen. Wenn van Gaal damit aber komplett recht hat, müssten die alten Spieler ja alle... Jetzt grätsch doch nicht dazwischen, lass das doch einfach mal stehen, Mann. Ja, das können wir nachher rausschneiden. Gut, kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder und ich würde einsteigen in die zweite Hälfte mit einmal der für mich Feststellung, dass es relativ schwierig ist, Interviews mit dir zu finden. Also allzu viel gibt es da bisher nicht, so gerade wenn man das mit anderen vergleicht. Das hat eigentlich erst so zugenommen jetzt in dieser Saison, Klammer auf, vielleicht auch, weil du das Kapitänsamt hast. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das so? Und dann habe ich ein Zitat gefunden und habe gedacht, ja, wenn das so mir im Mund rumgedreht wird, würde ich auch keine Interviews mehr geben. Ich lese mal vor, was da an wörtlichen Zitaten im Artikel entsprechend stand, nämlich, Klammer auf, Anfang der Saison, wenn die Ergebnisse nicht passen, ist die Stimmung in der Mannschaft immer ja ein bisschen unruhig. Man macht sich Gedanken, woran es liegt und was man verbessern muss. Das gehört in gewisser Weise auch dazu. Also rumort es auch ein bisschen in der Mannschaft. Wir arbeiten alle fokussiert und geben Gas auf den Platz. Das ist das Wichtigste. Die Überschrift, die aus diesen Zitaten gemacht wurde, war: In der Mannschaft rumort es. Hat man da noch Bock, Interviews zu geben oder will man das dann lieber lassen? Ja, gute Frage. Es ist tatsächlich, es gibt manche Zeitungen, wo man echt aufpassen muss, was man genau für Sätze sagt. Und da wird halt auch genau zwischen den Zeilen gelesen. Und sobald man in der Mannschaft rumort es sagt und man meint das Beschriebene wie eben, dann wird sowas direkt notiert und kommt direkt in die Überschrift. Aber wie gesagt, ich habe da trotzdem kein Problem mit, weil ich geb gerne preis, was meine Meinung zu Dingen ist. Und ja, dass es in der Mannschaft rumort, wenn man wenn es nicht läuft, das ist wie gesagt normal. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Genau, eben. Aber wie gesagt, als Überschrift hat es ein bisschen einen Aufhänger und dann lehnen es die Leute. Deswegen muss man das schon so akzeptieren, wie es gemacht wird. Aber wie gesagt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was und wie man was formuliert. Und aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, da sehr dran gewöhnt. Okay. Wir haben ein Thema, was in den Medien dieses Jahr natürlich heiß diskutiert wird, gerade in der zweiten Liga, weil es da neu ist, nämlich der Video Assistant Referee. Und wenn man ja so auf unsere Saison guckt, können wir uns ja bisher nicht beschweren. Klammer auf, Derby-Tor mit Vorlage Jatta für den HSV zum Ausgleich wurde nicht gegeben. Jetzt unser Tor in Nürnberg wäre ohne Video Assistant Referee wahrscheinlich nicht gegeben worden, weil da der Schiedsrichter sehr wahrscheinlich seinem Assistenten gefolgt wäre mit der Abseitsfahne, die da falsch hochgehoben war. Und in Bielefeld wurde ein Elfmeter gegen uns gepfiffen, wo du den Ball mit der Hand gespielt haben solltest. Magst du vielleicht mal einmal, wenn du dich da noch so grob dran erinnerst, die Situation schildern, auch wie du vielleicht dann schon mit dem Schiedsrichter gesprochen hast, und einmal grundsätzlich sagen, wie du den
Videoschiedsrichter so siehst. Ja, also die Situation war so, dass er eine Flanke von der linken Seite Richtung unser Tor reingespielt wurde und ich quasi in der Schussbahn versucht habe, den Ball mit dem Bein zu blocken und sah letztendlich ein bisschen unglücklich aus. Der Ball ging auf jeden Fall von meinem Bein an meine Hand bzw. an den Arm. Und ja, der Schiedsrichter hat gepfiffen und ich war mir aber ehrlich gesagt direkt sicher, dass das eine Fehlentscheidung nach der neuen Handspielregel ist. Hab das, glaube ich, auch damals dann erklärt, dass eigentlich ungefähr eine Woche vor dem Spiel hatten wir die Schiedsrichterbelehrung und haben uns genau solche Szenen angeguckt und mit der Erklärung, dass wenn ein Ball von einem Körperteil, der mit dem man spielen darf, an die Hand geht, dann ist es kein Handspiel. Und nach der Regel wurde das dann auch zu Recht zurückgenommen. Deswegen hatte ich in der Szene Glück, dass der Videoschiedsrichter quasi es gibt seit dieser Saison. Und generell muss ich schon sagen, ich als Spieler schon dafür bin, dass es letztendlich ein bisschen mehr in Anführungszeichen Gerechtigkeit gibt auf dem Platz, auch wenn ich es tatsächlich auch ein bisschen nervig finde, dass es diese Unterbrechungen gibt, aber wenn es dann gut eingesetzt wird, finde ich das dann doch zu verkraften auf jeden Fall. Stichwort Unterbrechung und nervig, wie hast du das denn in Nürnberg wahrgenommen dann mit dem Tor? Da war es halt so, dass der Linienrichter die Fahne relativ früh gehoben hat, was ja eigentlich nicht sein sollte, weil die Schiedsrichter ja eigentlich dazu angewiesen sind, möglichst alles laufen zu lassen. Und sie machen das auch ziemlich akribisch eigentlich in allen Situationen, wo man als Abwehrspieler denkt, da hättest du die doch schon heben können, weil es so deutlich ist, dass es Abseits ist. In der Szene war es genau umgekehrt. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass da einige Spieler, wenn sie die Fahne sehen, nicht mehr ganz so, beziehungsweise kann ich nachvollziehen, dass manche Spieler aufhören zu spielen, sozusagen. Deswegen finde ich es auch relativ unglücklich, die Situation. Aber letztendlich, der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen der Hauptschiedsrichter ist der Chef auf dem Platz, deswegen war es auch da die richtige Entscheidung, wie es so abgelaufen ist. Zum Glück für uns, ja. Ja. Ich will noch, bevor wir zum Aktuellen kommen, einmal ganz kurz auf die letzte Saison zurückblicken. Es gab, wie die meisten sich schmerzlich erinnern werden, ein Derby am Millerntor, was wir ziemlich hoch verloren haben. Und das darauf folgende Spiel war auswärts in Sandhausen, wo es dann ein Banner vor der kompletten Gästekurve gab, wo drauf stand, nicht Pyro hat das Derby verloren, sondern nur eine mutlose Mannschaft. Es gab hier vor dem jetzigen Derby eine Diskussionsrunde in den Fernräumen, wo du dich da auch zu geäußert hast. Magst du noch mal sagen, wie das damals auf dich wirkte und wie du generell so Tapeten wahrnimmst? In der Situation war es halt so, dass wir alle geschockt waren von dem Spiel zu Hause gegen den HSV und von dem Ablauf und dem Ergebnis vom Spiel und wir da alle enttäuscht waren. Und dann versucht man sich als Spieler so ein bisschen davon zu berappeln und will im nächsten Spiel vielleicht ein bisschen zeigen, dass man es besser kann, beziehungsweise versuchen, das ein bisschen, nicht wieder gut zu machen, aber dass man versucht, seine Leistung wieder abzurufen. Und dann geht man vorm Spiel, will man nochmal zu den Fans gehen und sieht dann so einen Spruch. Fand ich halt auf jeden Fall ein bisschen schwierig, wenn man das direkt vor so einem Spiel, wo man sich dann wieder viel vornimmt, beziehungsweise versucht wieder für die drei Punkte zu kämpfen, wenn man dann so einen Spruch liest und man wird dann dahin, will man da hingehen. Wie gesagt, ist
ich kann es nachvollziehen, dass ja, dass das gemacht wurde, weiß ich nicht, aber dass da alle enttäuscht waren von dem Spiel und vielleicht letztendlich immer noch, dass das immer noch tief steckt bei dem einen oder anderen. Aber wie gesagt, in der Situation fand ich es ein bisschen schwierig. Tim. Debbie. Ja, du kannst auch zuerst. Nee, aber wie gehst du denn, du hast ja eben schon gesagt, wenn Kritik und wenn die Medien uns ein bisschen nerven, dann kannst du damit einigermaßen umgehen. Mhm. Aber wenn du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen beschrieben, wenn die Fans Kritik an dir äußern, wie gehst du damit um? Weil ich habe auch manchmal so ein bisschen jetzt so das Gefühl, dass du, gerade wenn du scharf kritisiert wurdest in der Fanszene, fast da so ein bisschen Kraft draus geschöpft hast und irgendwie... Vielleicht ist das ein falscher Eindruck, aber irgendwie auf einmal so ein bisschen mehr Gas gibst und so nach dem Motto, Mensch, jetzt zeige ich es denen aber mal, jetzt zeige ich es gern. Also ich habe generell gar nichts gegen Kritik, sondern letztendlich habe ich da sogar persönlich relativ wenig Probleme mit, weil... alles, was über mich gesagt wird oder kritisiert wird, ich bin mein schärfster Kritiker selber, muss ich sagen, weil alles, was jemand sagt zu mir, sage ich, ja, okay, sehe ich genauso. Ich glaube, meine Frau hat noch nie mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit einem Spiel von mir oder also von mir persönlich, sondern ich sage immer, also ich bin extrem selbstkritisch und versuche immer irgendwie was besser zu machen, auch wenn es vielleicht schon gut ist. Aber was ich in der Situation schwierig fand, ist, dass uns quasi vorgeworfen wurde, zu einem Teil, dass wir nicht wollten. Und das finde ich, was mich persönlich angeht, war absolut nicht der Fall. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder es so aussah, ist absolut nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich immer dafür bekannt, dass ich immer alles gebe und in jedem Training Vollgas gebe. Und ja, deswegen fand ich das damals schon so, dass es mich persönlich ein bisschen getroffen hat damals. Ja. Wobei man ja im Nachhinein sagen muss, oder ich habe das Plakat damals so interpretiert, dass es sich in erster Linie an die Presseberichterstattung gewendet hat, die halt tatsächlich die Pyro-Anwendungen auf den Rängen in den Mittelpunkt gestellt hat und auch für die Niederlage verantwortlich gemacht hat. Und natürlich steckt natürlich auch eine Mannschaftskritik mit drin, aber ich glaube, das war nicht die vordergründige Intention. Nee, ist vielleicht auch dann auch in der Hinsicht ein bisschen falsch wahrgenommen worden, aber es war halt der Moment, wo wir uns quasi vor dem Spiel nochmal zu den Fans begeben, wo es quasi in den Tunnel geht und dann Vollgas und ja, dann liest man so einen Satz, ist halt ja nicht das, was einem dann groß aufbaut für das Spiel. Wenn es 5 Minuten später da gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, kann man so stehen lassen, ist völlig in Ordnung. Aber in dem Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich es halt so empfunden. Also, ja. Wie kriegst du denn generell Fan-Themen mit bei Spielen? Also, Gesänge, hört man sowas? Hat man nur so ein Grundrauschen im Ohr? Oder hörst du einzelne Gesänge? Tatsächlich nicht. Also man kriegt relativ wenig mit, also ich persönlich zumindest. Es ist so, dass man das halt generell eine Grundlautstärke hat. Und bei uns im Stadion zum Beispiel, wenn man auf der Richtung Nord unterwegs ist, auf der Seite der Nord, hört man teilweise dann auch sogar eher die Gästefans und nicht die Gesänge, die auf der Südtribüne stattfinden. Deswegen rein akustisch gesehen ist es schon schwierig, da genaue Sachen mitzubekommen. Wenn irgendwas Besonderes, Besonderes ist, kriegt man schon mit. Aber jetzt, ich kann nach dem Spiel eigentlich wenig dazu sagen, was jetzt da an Fangesängen explizit
gesungen wurde. Merkst du denn, also verspürst du denn, dass das so eine Art, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist das Heimspiel gegen Kiel hier gewesen, da hat nach meinem Empfinden auf jeden Fall das Stadion total gebrannt, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und merkst du sowas dann? Also merkst du, dass es, du musst ja nicht einzelne Gesänge genau rausfiltern können, aber merkst du, dass es, also dass auf den Rängen das abgeht? Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ich muss sagen, die ersten ein, zwei Jahre habe ich dafür gebraucht, um da einen Unterschied zwischen, boah, jetzt brennt es richtig und es ist in Anführungszeichen normale Atmosphäre für unsere Verhältnisse. Wenn man das nicht gewohnt ist, denkt man nach einer, wenn wir 3-0 verlieren würden, theoretisch, denkt man als neutraler Spieler, beziehungsweise als Spieler, kann man zu dem Schluss kommen, so, was ist denn hier los? Wir haben doch verloren und die Atmosphäre ist so, als hätten wir das Spiel gewonnen. Also es hat tatsächlich ein bisschen was gebraucht, bis ich das Gefühl dafür entwickelt habe. Aber mittlerweile weiß ich direkt, ich glaube, man könnte mich da hinsetzen, wer was für Wetten das wahrscheinlich, den Spielstand oder ob wir vorne sind oder hinten sind. Mittlerweile kriegt man das so von dem Gespür, von der Atmosphäre, kriege ich das direkt mit, ob es jetzt gute oder schlechte Stimmung ist. Und wie sehr pusht einen das? Also wenn es gerade irgendwie ein knappes Spiel ist, merkst du das? Also oder merkt ihr das als Team auf dem Feld? Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier zu Hause, wenn gerade gegen Kiel, war es ja das erste Mal hier vor einer Kulisse dieses Jahr so, dass man das Gefühl hatte, es explodiert. Das hat, glaube ich, richtig, bringt einen über die Schwelle hinaus, wo man vielleicht sagen würde, ja, jetzt geht's eigentlich nicht mehr, aber so, ich muss und beziehungsweise will, und man wird extrem gepusht dadurch. Also das ist schon ein geiles Gefühl, ne? Also, und dann, weil du ja eben nochmal meintest, dass das dich dann schon ein bisschen getroffen hat mit dem Banner und so, wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass beim Derby nochmal eine ganz andere Stimmung war. Ja. Insgesamt, und wollte ich dich einfach nur mal fragen, ob du schon findest, dass das so eins der wichtigsten Spiele ist, dass das dir besonders wichtig vielleicht auch ist, oder genau, und dann, also aus unserer Fansicht, war natürlich dann auch sehr viel Enttäuschung und vielleicht auch ein bisschen Wut da, was halt auch eine besondere Situation dann gemacht hat, die dann natürlich für euch blöd war, aber für uns vorher auch und ja, ein bisschen besonders war. Aber genau, wie siehst du das Derby an sich? So. Ja, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass da Enttäuschung da ist, dass da Wut da ist. Also aktuell. Das wichtigste Spiel, was man hier für den Verein haben kann, ist gegen den HSV zu spielen, und das nimmt man auch so wahr, und deswegen ist bei uns auch die Enttäuschung noch größer gewesen letzte Saison, als wir das Spiel verloren hatten, aber umso mehr habe ich mich diese Saison gefreut, dass ich habe von so vielen mitbekommen, die am nächsten Tag immer noch das Trikot anhatten und mit so einem Grinsen auf die Arbeit gehen konnten. Das hat mich so gefreut für alle, die nächste Woche auf jeden Fall mit einer breiten Brust zur Arbeit gehen konnten. Hat mich sehr, sehr gefreut und sehr gerührt, und hoffe, dass wir es vielleicht nochmal schaffen diese Saison. Ja, das wäre schön. Tja. Ich persönlich habe eine kleine Anmerkung auch zu dieser Tapete, und das ist vielleicht eine gute Überleitung auch zur jetzigen Saison. Ich persönlich fand ja das Mutlose, was einem da vorgeht, das ging ja nicht unbedingt von den Spielern aus, sondern ich fand ja, dass das auch von der Grundausrichtung her schon enorm mutlos war, ne? Also das auch in den Spielen davor gegen vermeintliche Top-Teams, was dann irgendwie Paderborn, Union und Köln gewesen sind, die am Ende auch aufgestiegen sind, wo man schon enorm defensiv nur reagiert hat. So, das war ja nicht nur eure Mutlosigkeit sozusagen, sondern das ist ja auch so eine Grundausrichtung. Da hast du vor der jetzigen Saison gesagt, dass du schon merkst, dass da ein anderer
Trainer auf jeden Fall da ist und ein anderer Fußball gespielt wird. Du hast ja gesagt, ihr habt mehr, erzeugt mehr Druck auf den Ball im Defensivverbund und ihr verteidigt mehr nach vorne. Ich glaube, jeder sieht jetzt, dass ihr, dass das anders ist, was auf dem Feld passiert. Ja. Erzähl mal, was ist das für ein Prozess? Wie entwickelt sich das? Ja, also der Trainer hat das von Anfang an, letzte Saison, hat aktiven Fußball gefordert von uns, dass wir ja, immer zum Ball verschieben, dass wir immer Druck auf den Ball haben wollen. Geht nicht in allen Situationen, aber es ist halt ja ziemlich konträr zu dem, was wir vorher gemacht haben. Vorher haben wir ja abwartenden Fußball gespielt, wir waren passiv, wir haben tief in unserer Hälfte gestanden und ja, in Anführungszeichen gehofft, dass der Gegner den Ball vorbeischießt, weil wir dann wieder Ballbesitz haben. Deswegen ja, freut mich, dass wir jetzt ja so aktiv wieder spielen dürfen, weil es mir auch persönlich in die Karten spielt, weil ich viel lieber ja, derjenige bin, der aktiv irgendwas machen kann, anstatt zu warten, bis der Gegner zu einem in die Hälfte kommt und ja, vielleicht den Fehlpass spielt. Ja, und das merkt man einfach, dass die Arbeit, die wir ja investieren seit dieser Saison, dass die sich mittlerweile auszahlt in dem Fußball, den wir spielen und auch mittlerweile auch in den Ergebnissen. Ja, also das ist halt das, was dann letztes Jahr vielleicht für diese Anführungszeichen mutloses Spielsystem beziehungsweise was da so rübergekommen ist. Aber wie gesagt, seit dieser Saison finde ich, dass man direkt sieht, dass sich da auf jeden Fall was geändert hat oder vielleicht noch auf dem Weg ist. Ihr spielt ja auch häufiger mit einer Dreierkette und du machst da ja, hatten wir vorhin ja schon auch gerne mal den linken Part in der Dreierkette. Wie hat sich denn das allgemein verändert, also vom Offensivsystem auch? Also du hast ja gesagt, ihr verteidigt mehr nach vorne, ist klar, aber da reden wir ja auch viel von Verteidigung. Wie hat sich das denn, man hatte ja zum Beispiel gegen Sankthausen auch mal, eine richtige Spielidee gesehen mit vielen Rotationen im Mittelfeld und so, wie und mit viel mutigen oder ich sag mal mutigerem Flachpassaufbau hinten raus, wie verwundert bist du darüber, wie gut du Flachpässe in was für Drucksituationen spielen kannst? Ja, danke schön. Das war ein Kompliment, was ich vielleicht etwas schwierig verpackt habe. Also, ja, seitdem weiß ich auch, dass ich Flachpässe spielen kann. Die dann sogar angekommen sind. Nein, es war ja lange Zeit so, dass aus Drucksituationen gerade im Spielaufbau sich viel mit langen Bällen gelöst wurde. Jetzt ist es zur neuen Saison ist es ja tatsächlich viel so, dass dann trotzdem das noch fast noch mehr fokussiert wird, eben diese Drucksituation zu erzeugen, um da eben Löcher zu reißen auch. Ja, danke, nochmal gerettet. ja, ich glaube, dass wir generell mutiger geworden sind, dass wir, ja, jeder das Selbstvertrauen hat im Moment, dass wir nicht die Bälle lang spielen wollen, beziehungsweise ja, es auch machen, sondern dass wir eigentlich auf allen Positionen ja, uns so fühlen, dass wir auch fußballerisch uns hinten lösen können, dass wir vorne gefährlich sein können. Das hat man letztes Jahr, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht immer in jedem Spiel gedacht. Also teilweise waren Spiele dabei, wo ich gezittert habe, so von wegen hoffentlich schießt der Gegner kein Tor, weil für mich auch selbst die Idee gefehlt hat, wie wir an dem Tag Tore schießen wollen. Ich glaube, die letzten Spiele haben wir jedes Mal ein Tor geschossen. Ihr seid das einzige Team, was immer getroffen hat bisher in der zweiten Liga. Ja, also das sagt, glaube ich, auch schon viel aus über ja, den Fußball, den wir spielen, beziehungsweise die Ausrichtung. Unser Trainer ist da auch sehr, sehr ehrgeizig, viele Tore zu schießen. Die Trainer, die ich davor hatte, die waren ja, die waren immer stolz darauf, wenn wir zu Null gespielt haben und wenn wir 1-0 gewonnen haben, war das eigentlich das Schönste für die Trainer davor, also für Kauczynski, glaube ich, war es so. Jetzt war es
mit Jos ist so, der hat gesagt, also ich gewinne lieber 4-3 wie 1-0 zu gewinnen. Sagt, glaube ich, auch viel über den Fußball aus, den wir spielen wollen und den wir auch zu großen Teilen spielen bis jetzt in der Saison. Deswegen, ich hoffe, dass wir den Weg weiter verfolgen können und dass wir mit dem, was wir machen, auch weiterhin Erfolg haben können. Und es hat sich ja nicht nur auf dem Platz was geändert, sondern ich habe auch den Eindruck, dass sich im Training einiges geändert hat. Du hast vorhin erzählt, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen haben, dass du, ja doch, wie oft geduscht wurde. Wir haben uns ja über unser Duschverhalten unterhalten. Du hast erzählt, dass ihr 2 Einheiten heute hattet. Und ich habe persönlich den Eindruck, da wurde einiges geändert im Athletikbereich. Ihr habt, wenn ich das richtig verfolge, mehr trainingsfreie Tage, aber dafür auch mehr intensivere Trainingstage. Kann das sein? Ja, also wir haben... Meiner Meinung nach trainieren wir deutlich intensiver wie die Jahre davor. Ich glaube, der eine oder andere hat sich da auch das eine oder andere Mal beschwert im Training, dass es vielleicht auch, dass sie müde sind und dass schon wieder Training und lass doch lieber frei machen. Und, aber mittlerweile haben wir, glaube ich, von selbst den größten Kritikern innerhalb der Mannschaft, selbst die haben schon teilweise zugegeben, dass das vielleicht einen Effekt hat, dass wir dass das Training sogar dass sogar was bringt. Deswegen, ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg und wie gesagt, meiner Meinung nach trainieren wir deutlich intensiver und besser und man sieht das, glaube ich, auch am Wochenende auf dem Platz. Und das liegt hauptsächlich am Trainer, also bei dir persönlich, muss ja leider zugeben, ein paar meiner Freunde haben dich in den letzten Jahren manchmal kritisiert und sind mittlerweile richtige Fans geworden, also wirklich. Echt Wahnsinn, als wärst du auf einmal ein anderer Mensch. Liegt das am Trainer, liegt das Kapitätsbinde, die du da auf einmal hast, oder kannst du das irgendwie erklären, was auf einmal los ist, dass du so aufgeblüht bist? Was ist denn los bei dir? Yeah. Was ist los bei dir? Also sehr gut. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Ja. Man hört das jetzt nicht raus, weil wir freuen uns wirklich. Nee, wirklich. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, also das, was du gerade sagst, von wegen, was ist denn los mit dir? Du spielst ja die Saison tatsächlich ganz gut. Nach dem Motto, das habe ich, aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, so häufig gehört in letzter Zeit, dass ich selber denke, was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? War ich auch schon da? Ich glaube, dass der Trainer uns ja echt gut vorbereitet in jedem Spiel, dass wir jeden Spiel einen Plan haben, dass wir alle davon profitieren. Es ist ja nicht nur so, dass ich in den letzten Spielen gut dagestanden habe, auch ja, eigentlich fast jeder hat bei uns gut ausgesehen, alle, die gespielt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur gut ausgesehen habe, sondern wir als Mannschaft gut funktioniert haben. Ja. Die Frage, was jetzt... warum? Also ich glaube, der Trainer tut uns gut. Wir haben Selbstvertrauen dieses Jahr. Wir merken, dass wir fit sind mittlerweile alle. Dass wir dem Gegner vielleicht in der einen oder anderen Situation dann dadurch auch überlegen sind, weil wir so gut arbeiten bzw. gearbeitet haben. Deswegen, ich glaube, da kommt einiges zusammen, was uns im Moment hilft, guten Fußball zu spielen beziehungsweise gute Ergebnisse zu erzielen. Und mehr weiß ich nicht, woran es sonst liegen könnte. Keine Kapitänsbinde oder irgendwas? Oder hast du da gedacht, so Mensch, also das ist ja recht zufällig dazu gekommen, dass du dann jetzt die Lehrs recht häufig hast? Also eigentlich eher traurig. Ja, klar. Ich habe eigentlich immer gesagt, also ich hätte sie lieber nicht. Und Jackson könnte uns helfen auf dem Platz. Ja. Wäre mir persönlich lieber. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein bisschen so, dass ich dadurch
ja, noch mehr in die Verantwortungsrolle ja, reinspringen musste, beziehungsweise gemacht habe und mache das auch gerne. Und ja, vielleicht sind die Leistungen dahingehend auch tatsächlich ein bisschen so, dass ich mich dadurch gedrängt fühle, beziehungsweise es so ist, dass ich mal ja, noch mehr Verantwortung übernehmen will, beziehungsweise ja, auf dem Platz zeigen will, dass wir als Mannschaft uns gut verkaufen und dass auch meine persönliche Leistung vielleicht in gewissem Maße pusht, aber ja, ich glaube, vorher habe ich das auch schon versucht. Sehr gut. Sebastian. Kurz vor Ende der Sommerpause hat es dieses Interview mit Jos Luhukay gegeben, wo er irgendwie dann irgendwann anfing, den aktuellen Status quo sozusagen zu beschreiben und dann auch irgendwie diese "Wir sind gerade bei 60%" Aussage gefällt hat, die dann ja in den Medien relativ intensiv zerpflückt wurde, was dann auch irgendwie so, oh mein Gott, er hat sich kritisch über die Mannschaft geäußert, wo extrem groß gemacht wurde. Wie intensiv kommt sowas in der Mannschaft an und wie intensiv redet ihr darüber oder ist das eigentlich dann relativ schnell wieder vergessen? Also zu dem, also ich fand den Zeitpunkt halt einen Tag vor unserem ersten Meisterschaftsspiel ist dann natürlich, wenn man das als Spieler liest, beziehungsweise als Mannschaft, liest man sowas natürlich generell nicht allzu gerne. So nach dem Motto, ja, eigentlich sind wir ja noch gar nicht gut genug, um die Meisterschaft zu starten. Da will man wahrscheinlich eher hören, so rein psychologisch, ja, ihr macht das, wir sind gut vorbereitet und wir machen ein gutes Spiel morgen. Aber letztendlich hat er das angesprochen, was sich vielleicht nicht jeder traut zu sagen, aber letztendlich hat er das gesagt, was er denkt, beziehungsweise dass wir noch nicht bei 100% sind zum Meisterschaftsstart. Das hat auch, glaube ich, jeder dann in den folgenden Spielen darauf gesehen, dass wir noch Probleme haben, 90 Minuten unsere Leistung 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Und ja, letztendlich hat er das, was er aus den Trainingen oder aus den aus der Vorbereitung, was er da gesehen hat, hat er angesprochen und wollte da auch keinem, glaube ich, auf die Füße treten. Aber es ja, hat, wenn ich das so sagen muss, glaube ich, nicht jeder aus der Mannschaft hat das gefreut, dass das Interview so geführt wurde. Aber letztendlich ist es der Job eines Cheftrainers, ja, auch die Mannschaft darauf hinzuweisen, dass wir vielleicht ja, mehr arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Und deswegen glaube ich, dass er da alles richtig, beziehungsweise die richtigen Knöpfe gedrückt hat und die richtigen Sachen auch angesprochen hat. Und mir ist es persönlich lieber, wenn sowas ja, direkt angesprochen wird, beziehungsweise wenn man da gesagt hätte, ja, wir wollen aufsteigen dieses Jahr, wie das auch die letzten Jahre bei manchen anderen Vereinen schiefgegangen ist, glaube ich, wären wir auch nicht weitergekommen. Deswegen, er verlangt viel von uns und ja, wir versuchen ja auch ja, dem gerecht zu werden, was, glaube ich, eigentlich gar nicht möglich ist, weil er recht perfektionistisch ist. Aber ja, wir versuchen da uns jeden Tag zu verbessern und ich glaube, dann profitieren wir alle davon. Kennst du deinen Kicker-Notenschnitt? Verfolgst du sowas? Mhm. Aktuell. Nee, ich kenne ihn nicht. Und ich verfolge es tatsächlich ab und zu, gucke ich mal rein und gucke, wie ob die Wahrnehmung der Presse dem entspricht, was ich selber wahrnehme. Aber ich gucke jetzt dann jetzt nicht jede Woche nach und ja. Weil der Kicker-Notenschnitt gibt dem recht, was Debbie gerade schon gesagt hat. Ich zitiere mal die letzten Jahre seit deinem Wechsel hierher. 4,05
3,62, 4,0, 3,87, 3,65. Das waren also die Saisons bisher. Die Saison 3,11. Also alle, die sagen, was hast du die letzten Jahre gemacht, haben recht. Ja. Ja, was war da los? Nein, aber vielleicht daran anschließend eine Frage von Arne. Dann kannst du gerne auch nochmal zu Kickernoten generell Stellung nehmen. Nimmt man als Spieler eigentlich die Berichterstattung über den Verein durch Fanmedien, in Klammern durch Blogs, Podcasts etc. wahr und wird darüber in der Mannschaft gesprochen oder wird das weitestgehend höflich ignoriert? Und da kannst du natürlich genau wie über Fanmedien jetzt gerne auch Abendblatt, Mopo, Bild, Kicker, sonst was mit reinnehmen. Ja, also über Sachen, die in der Zeitung stehen und in Medien stehen, wird auf jeden Fall gesprochen. Gerade wenn es es sind ja auch lustige Artikel teilweise dabei, beziehungsweise also auf jeden Fall wird darüber gesprochen und diskutiert, ob da jetzt alles groß ausgeschlachtet wird bei uns in der Mannschaft, glaube ich nicht. Letztendlich steht ja eigentlich jeden Tag was in sämtlichen Medien über uns beziehungsweise über den Verein. Also alles kann man da jetzt nicht verfolgen, beziehungsweise kriegt man auch gar nicht mit. Dann wären wir, glaube ich, den ganzen Tag beschäftigt, uns mit sowas zu beschäftigen. Aber wenn irgendwas Brisantes ist, kriegt man das auf jeden Fall mit. Kriegt ihr von der Pressemitteilung so eine Art Pressespiegel, vielleicht auch persönlich, wenn jetzt über einen Spieler was konkret veröffentlicht wird? Nee. Also Klammer auf, jetzt gerade vorgestern gab es einen Artikel oder letzte Woche gab es einen Artikel über Mats in einem englischsprachigen Portal, so wo ich halt denke, was weiß ich, vielleicht hat jeder Spieler einen Google-Alert auf seinen Namen, dann wird das irgendwie mitkriegen, aber im Zweifel, weil es halt nicht Abendblatt, Bild, Mopo ist, kriegt er das ja so selber gar nicht mit. Ich glaube, Daniel Buballasch frag dich gleich nach der Aufnahme, was in Google. Meine Frage wäre, ob Mike das für sich selber eingerichtet hat. Übrigens ein sehr guter Artikel über Mats Möller-Dahli, wie ich finde. Und das liegt nicht an dem, was wir dazu beigetragen haben. Nein, vor allem die Zeit, die er in Freiburg hatte und davor, das fand ich total. Das war total lesenswert, ja. Stimmt. Also, es ist eigentlich tatsächlich so, dass, wenn ein Artikel geschrieben wird, kriegt man das tatsächlich selber mit, weil eigentlich im Vorfeld von so einem Artikel eigentlich ein Interview geführt wird, was man dann auch selber geben muss. Deswegen weiß man dann auch tatsächlich, dass in den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall ein Artikel folgt. Deswegen kriegt man das selber schon mit, wenn über einen selber etwas geschrieben wird. Aber ja, über andere oder ein Zusammenschnitt von den Presseartikeln den kriegen wir nicht. Kennst du das Kiezkicker-Fanzine oder den zugehörigen Blog? Tatsächlich nicht. Da hättest du vor einigen Tagen, Wochen auf jeden Fall einen Artikel lesen können. Ich glaube, die Überschrift war Mea Culpa Daniel Buballa, genau. Wo sich der Verfasser ausdrücklich entschuldigt hat für einige kleinere Wutausbrüche in den letzten Jahren, Monaten. Und ja. Herzensehrlich und sehr, sehr freundlich erklärt hat, mein Gott, habe ich mich in diesem wunderbaren Spieler geirrt. Ja, er hat aber jetzt auch vorher zu mir gesagt, ich soll dich fragen, ob das jetzt du bist auf dem Platz oder dein Zwillingsbruder und der Buballa, der eigentlich ist im Keller eingesperrt, der die letzten Jahre gespielt hat. Aber also inzwischen ist er, wie gesagt, sehr, sehr begeistert. Sehr schön, hört man gerne. Wo wir gerade über die letzten Jahre sprechen und du hattest es vorhin ja auch erwähnt, du bist dein größter Kritiker. Mhm. Was kritisierst du denn an dir? Also was ist denn das größte Manko von Daniel Buballa auf dem Platz? Boah, also ich abgesehen von den wenigen Toren. Ja, also ich kann an allem, was ich auf dem Platz mache, sage ich immer, das kann man auch besser machen. Wenn ich 10 Pässe gut spiele und dann spiele ich einen Fehlpass, dann sage ich nicht, ich habe 9 gute Pässe gespielt, sondern sag mir selber, da hättest du vielleicht in der Situation einen besseren Pass spielen können. Teilweise nach Spielen ist es so, dass ich die Szenen auch gar nicht aus dem Kopf bekomme und kann auch nicht schlafen deswegen. Bin dann überlegen, so
was ich da hätte anders machen können, beziehungsweise ärgere mich über mich selber oder ja. Und ja, deswegen, aber die klassischen klassischen Sachen ist natürlich, dass ich mich in den letzten Jahren hätte öfter nach vorne auch einschalten können, obwohl ich das diese Saison aus dem System, was wir spielen, tatsächlich auch nicht so häufig mache. Finde eigentlich immer was ich verbessern kann. Wir haben das in dieser Runde von Spielern schon komplett anders gehört. Deswegen frage ich jetzt, wie gut findest du denn Videoanalysen? Ich erinnere mich an Schnecke Kaller, der durchaus nicht ein großer Freund dieser Methodik ist. Ja, also es kommt darauf an, wie es geführt ist. Ich kann mich auch an sehr ausführliche Videoanalysen erinnern, wo man nachher dachte, da habe ich jetzt nicht so viel von raus mitgenommen und so nach dem Motto, jetzt weiß ich auch nicht, was ich besser machen soll, beziehungsweise bin noch mehr verwirrt. Also es gibt da deutliche Differenzen zwischen Videoanalysen, aber wenn sie gut gemacht sind, wenn sie auf dem Punkt sind, glaube ich, kann man da deutlich was für sich mitnehmen. Und ja, selber Szenen von einem selber, wenn man die sieht, sieht man oft Sachen, die aus der eigenen Wahrnehmung vielleicht anders sind auf dem Platz. Und wenn man sie dann von oben sieht in der Videoanalyse, denkt man, ah ja, hätte ich doch da einfach hingespielt. Deswegen glaube ich, dass es schon Berechtigung hat, dass wir die durchführen. Tim. Ihr habt das Analystenteam wurde ja ausgebaut, auch zur neuen Saison. Oder ist ja ist ja jemand Neues dazugekommen aus dem NLZ, ist jemand hochgezogen, während Andrew Meredith weggegangen ist. Mhm. Wie sehr, ich persönlich hatte den Eindruck, dass ihr quasi jedes Spiel bis auf Kiel, dass die gegnerische Mannschaft ausgecoacht wurde am Anfang. Mhm. Wie sehr hat sich das verändert, die Gegneranalyse? Ich glaube, der neue Videoanalyst Hans der ist nur für die Gegneranalyse zuständig, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Wie gut werdet oder wie anders werdet ihr inzwischen auf Gegner vorbereitet? Also es ist tatsächlich so, dass der Plan, den wir uns die Woche erarbeiten, deutlich häufiger funktioniert, als ich das in den letzten Jahren im Kopf habe. Deswegen glaube ich, dass wir echt eine gute Vorbereitung haben auf die Gegner. Wer da genau für zuständig ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, Hans arbeitet da extrem mit, aber der Trainer wird da auch schon ein Wort mitsprechen. Deswegen, ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen sehr guten Job machen im Moment. Und wie bereitest du dich auf deine Hauptgegenspieler vor? Oder wirst du darauf speziell vorbereitet oder werden einzelne? Da machen wir tatsächlich nicht so viel im Moment. Mhm. Also es gab dass wir einen gewissen Text immer in der Kabine ausgehangen haben. Es gab sogar Zeiten, wo wir Handouts bekommen haben über unsere Gegenspieler, wo man dann nachlesen konnte, ob der Rechtsfuß ist, ob der was der macht und konnte man sich dann quasi auf den direkten Gegenspieler vorbereiten. Da machen wir tatsächlich nicht ganz so viel im Moment, ich glaube, wenn wir teamtaktisch gut vorbereitet sind, ist das letztendlich dann auch zweitrangig. Da müssen sich die Gegenspieler ja eh nach dir richten. Ja, wenn er den Ball hat, ist das dann trotzdem schwierig. Wäre schon mal gut zu wissen, ob er rechts oder linksfuß ist. Ja, obwohl es letztendlich, selbst wenn jemand Linksfuß ist, kann es auch sein, dass der mal rechts vorbeigeht. Letztendlich, wenn man einen Zweikampf führt, klar gibt's Spieler, die Sachen relativ häufig machen. Beispiel Ian Robben, da wusste man,
der schneidet nach innen und versucht aufs Tor zu schießen, beziehungsweise hat das sehr oft so gemacht. Hat man trotzdem nicht vertraut. Ich wollte gerade sagen, genau, da wusste man, was eben kommt, aber. Letztendlich, ich glaube, den Gegenspielern hat die Vorbereitung dann auch nicht so viel gebracht. Ich glaube, dass wir generell im Moment als Team gut funktionieren und dass es dann auf die Einzelanalyse der Gegenspieler gar nicht so genau ankommt. Kannst du einen schwersten Gegenspieler aus vielen heraus nennen? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Also, das ist jede Woche wieder eine Herausforderung, die Duelle zu gewinnen. Und einen schwersten Gegenspieler, ehrlich gesagt nicht. Nächstes Jahr Europapokal, da können wir dann nochmal drüber reden. Genau. Eben. Es gab für meine Wahrnehmung diesen Sommer im Verhältnis zu den Jahren davor, vor allem auch zum Ende der Transferperiode, ja dann plötzlich nochmal relativ viele Neuzugänge, auf die wir von draußen, glaube ich, alle irgendwie auch gehofft hatten, wo dann lange nichts passierte. Und dann kamen plötzlich so in gefühlten 3 Wochen, glaube ich, nochmal 5 neue, die dann auch relativ flächendeckend eingesetzt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo dann Lawrence das erste Mal gespielt hat. Penny, war das Kiel? Kiel. Nee, ja. Doch Kiel. Und wie funktioniert das auf dem Platz, dass sowas dann so schnell, zumindest von außen ja auch recht harmonisch aussieht? Die waren da irgendwie 3-4 Tage da. So als Fußballleihe von außen kriegst du immer irgendwie so ein bisschen eingefließt und naja, und so eine Abwehr muss eingespielt sein und irgendwie die Routinen müssen stimmen und dann sind da 2 neue und du auf dem Platz, glaube ich, in der Abwehr und man guckt hin und denkt sich so, boah, geil, richtig gut gespielt, alle zusammen. Ja, ich sehe es tatsächlich auch so, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich einzuspielen, aber wenn es wenn die uns qualitativ verstärken, dann glaube ich, sieht man das auch direkt, dass sie uns helfen können. Und ja, ich glaube, James zum Beispiel hat man direkt gemerkt, dass er uns eine enorme Ruhe in der Verteidigung bringt, dass der die ausstrahlt und auch eine gewisse Qualität hat, uns auch direkt weiterzuhelfen. Und das sind halt so Spieler, wo man von Beginn an, da braucht man nicht die große Einspielzeit, sondern der weiß, wie man das zu machen hat als Innenverteidiger. Und wenn man daneben spielt, dann weiß man auch, wie vom ersten Tag an, wie man das dann machen muss. Und letztendlich glaube ich, dass das dann auch letztendlich nicht so die Einspielzeit braucht, wenn das so passt. Wäre schön, wenn wir dann noch besser werden, wenn wir uns noch eingespielt haben. Und wie läuft es sprachlich mit den ja dann doch jetzt auch diversen, überwiegend glaube ich englischsprachlichen Spielern? Ist das relativ simpel dann oder ist das eine große Umstellung für dich dann? Es ist halt, also es ist so, dass die Sprache auf dem Platz, beziehungsweise in der Innenverteidigung, glaube ich, die letzten Spiele eigentlich Englisch war, beziehungsweise ist, weil mit deutschen Kommandos dann noch ein bisschen schwierig ist, für die gerade neu kommen. Und auf den Mic nochmal ein bisschen, ja. Ich weiß nicht genau, aber Fliege verschluckt. Ja, auf jeden Fall im Moment sind die Kommandos auf Englisch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir ausführliche Gespräche führen müssen auf dem Platz. Deswegen glaube ich, dass wir das alle gut hinkriegen, dass wir, was wir uns zu sagen haben, können wir uns auf Englisch sagen. Und die Ansprachen vom Trainer sind tatsächlich eigentlich größtenteils bzw. hauptsächlich auf Deutsch. Also ja, ich glaube, der eine oder andere versteht da auch schon ein paar Worte von. Also ich glaube, die haben auch Unterricht alle bei uns. Die jetzt noch kein Deutsch können, die lernen es jetzt gerade. Deswegen glaube ich, dass wir auch da auf einem guten Weg sind. Tim. Hast dich wieder erholt? Ah, geht. Mike, hat den Wasser drüben oder so? Ja, ist gut.
trinke noch hier einen Schluck. Prototyp. Wie hat sich denn die Stimmung in der Kabine oder im Team allgemein verändert mit den Neuzugängen? Ist das immer ein großer Wechsel, den man da mitkriegt? Also gerade waren jetzt, glaube ich, 9 Spieler, die gegangen sind, 8-9 Spieler und auch ebenso viele, die dazugekommen sind? Ja, es gibt Spieler, da merkt man sofort, wenn die nicht da sind, dann ist ruhiger. Wer denn zum Beispiel? Ja, Diamantakos zum Beispiel, der hat, das ist immer was lauter, wenn der da ist. Wenn der dann nicht da ist, dann, dann denkt man, irgendwas ist ja heute anders. So ist das, glaube ich, auch, wenn Spieler uns verlassen, beziehungsweise neue kommen, ist so ein bisschen ja, eine neue Situation, beziehungsweise muss man sich erst aneinander gewöhnen und die Leute kennenlernen, beziehungsweise die Menschen kennenlernen, die dann bei uns quasi mit in der Kabine sitzen und mit denen man dann auf dem Platz steht. Jetzt ist es natürlich nochmal eine Situation, dadurch, dass so viele Neuzugänge gekommen sind, so auf den letzten Drücker, ist so, dass wir kaum noch Platz haben in der Kabine, die Platz aus allen Nähten. Teilweise sitzen die Spieler schon haben keinen eigenen Spind mehr, sondern müssen auf Holzbänken in der Mitte sitzen. Weil wir, so ein Rollcontainer. Ja, so gefühlt. Das ist halt dann ein bisschen doof dann für diejenigen, die dann keinen eigenen Platz haben, um ihre Sachen dann hinzulegen. Ist ein bisschen schwierige Situation platztechnisch, aber sonst ist die Stimmung super. Mittlerweile super. Nach dem Interview, das der Trainer gegeben hat, Anfang der Saison, war es teilweise so, dass es dadurch, dass wir dann auch so viele waren und die Ergebnisse noch nicht so gepasst haben, war es teilweise Anfang der Saison ein bisschen schwierig von der Stimmung her, beziehungsweise da hat es rumort. Genau, richtig. Dass wenn man so viele Spieler sind, ist in der Mannschaft, dass dann nur 11 spielen können, ist natürlich eine Situation, die selbstverständlich ist, aber die dann auch nicht immer einfach ist für die vor allem die letzten Jahre eigentlich pausenlos gespielt haben, die plötzlich auf der Bank Platz nehmen müssen oder teilweise sogar nicht mal im Kader sind, ist halt schon, wenn man sich in die Spieler reinversetzt, ist das erstmal eine richtig heftige Situation und eine große Frustration, mit denen die Spieler dann versuchen umzugehen. Und mittlerweile ist es aber so, dass man sieht, dass keiner den Kopf in den Sand steckt, sondern gerade im Testspiel jetzt letzte Woche, wo die Spieler, die jetzt die letzten Wochen wenig zum Einsatz kamen, eigentlich komplett gespielt haben und wir eine sehr gute Leistung gezeigt haben, da sieht man einfach, dass wir ja auch in der zweiten Reihe gut besetzt sind und dass da Spieler sind, die auf jeden Einsatz brennen und die uns weiterhelfen wollen und auch können, was man gesehen hat. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall da auch gut aufgestellt sind und die nächsten Wochen sind es ja relativ viele Spiele mit den Pokalspielern auch noch. Deswegen glaube ich, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Ich habe noch 2 Fragen. Ich habe auch noch eine. Dann fang du an, meine sind eher Quatsch. Ja, meine auch. Achso. Na gut, dann mache ich erst eine. Und zwar auf unserer Facebook-Seite hat Torben eine Frage gestellt. Ich muss jetzt vorwegschicken, Torben ist Betreuer bei der Mannschaft von meinem Sohn und er ist wahlweise Mitglied oder zumindest näheres Umfeld der St. Pauli Skinheads. Deswegen geht vielleicht die Frisurenauswahl bei ihm auch in eine etwas eingeschränkte Richtung. Aber die Frage lautet,
Ich finde deine Frisur ja so semi-gut, aber da Jan-Philipp Kaller beim Testspiel als Kapitän auch mit der Frisur aufgelaufen ist, gibt es da vielleicht eine Vorgabe vom Trainer. Eingeschaltet in die Diskussion hat sich dann noch die Mutter eines Spielers, nennen wir sie Eva K., die da zu Recht anmerkt, da wird es Jackson aber sehr schwer haben, zu dieser Kapitänsfrisur zu kommen. So, wie stehen wir da jetzt da? Ja, vielleicht überrascht uns Jackson ja noch sogar. Der war jetzt lange nicht mehr. Wie oft musst du Fragen zur Frisur beantworten? Es hat sich tatsächlich ein bisschen Ruhe eingestellt. Alle die Kritiker haben es mittlerweile vielleicht aufgegeben und die, die es gut finden, haben das auch mittlerweile vielleicht mitgeteilt. Aber wie gesagt, es ist ungefähr 50-50, würde ich mal so schätzen. Die Leute, die das gut finden und die es schlecht finden, letztendlich, mal sehen, wie lang sie noch werden. Vielleicht irgendwann sind sie wieder kurz, aber im Moment fahre ich, glaube ich, auch sehr gut damit. Also ich glaube, was jetzt in der Sendung hier beziehungsweise in dem Podcast bis jetzt so angesprochen wurde, ist ja gut, wenn ich erstmal nichts ändere. Ja. Hat sich Schnecke den Tipps bei dir geholt? Ja. Hat sich Schnecke Tipps bei dir geholt? Oder hat er das ganz alleine entschieden? Ich glaube, die beiden teilen sich eine 10er-Karte für den Friseur. Wollen das aber noch nicht weitergehen. Genau, weil einer von beiden, der nächste, ist die 9 und bei der 10. gibt es eine gratis, genau. Die wir beide abgreifen. Ja. Nee, wir haben dann nicht, ist nicht abgesprochen. Aha. Das ist rein individuell. Deswegen die Beschwerde, die Eva Kaller beim letzten Spiel an mich gerichtet hat, ich soll meinen Einfluss nicht geltend machen bei ihm, die ist unberechtigt, weil das habe ich nicht getan. Du kannst ja auch die Haare abschneiden, wenn wir das nächste Derby gewinnen. Das machen ja viele Fans. Also, dass sie dann so beim Aufstieg oder wenn man ein Derby gewinnt, die Haare abschneiden, kannst du auch überlegen. Also abrasieren. Ja, beim Aufstieg. Sag ich wieder, wenn wir verlieren. Das hat er jetzt leise gesagt, ne? Aber was hat er leise gesagt? Beim Aufstieg können wir drüber reden, hat er gesagt. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde Derby-Sieg jetzt auch, hatten wir gerade, aber Aufstieg wäre mal ganz Business. So weit ist schon gekommen. Business as usual. Derby-Sieg. Na gut. Ich glaube, Frisuren könnten tatsächlich die neuen Schuhe werden. Also wir haben uns in der Vergangenheit in diesem Podcast sehr intensiv mit dem Thema Schuhe beschäftigt, sehr zum Leidwesen der Hörerinnen und Hörer. Guck nicht auf, ich habe heute weiße Schuhe an, aber ich finde, ich kann das auch tragen. Und Schnecke Keller zum Beispiel war jemand, der lange Zeit auch ausschließlich schwarze Schuhe getragen hat, während alle anderen mehr so mit allen Neonfarben rumgelaufen sind. Deswegen gönne ich ihm diesen Ausflug in die Welt der, ich sag mal, mindestens fragwürdigen Frisuren auch. Es ist ja eine Idee anders. Er hat ja die Seiten dann abrasiert und trägt dann diesen, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Man-Bun ist es noch nicht, weil es dafür noch nicht lang genug ist, habe ich mir erklären lassen. Dann nennen wir ihn Möchtegern. Ja, so ein Knödel. So ein Knödelchen. Schanzenknödel. Ja, Schanzenknödel. Das finde ich gut. Da kann ich mir da arbeiten. Er hat ja noch so ein Schanzenknödel dran. Das kann ich noch bei ihm so ein bisschen verknusen, weil er immer noch dunkle Schuhe trägt. Aber ich habe das Gefühl, Frisuren könnten die neuen Schuhe in diesem Podcast werden. Okay. Da freue ich mich schon besonders. Wir schauen mal, was Martin Drust dann nächste Folge zieht. Naja, das ist natürlich ein guter Gast für die der nächste Endgegner. Folge. Der Endgegner. Thema fürs Marketing, Schuhe. Was macht Daniel Bubala während langen Auswärtsfahrten? Also wenn Fußball läuft oder irgendwas sporttechnisch ist, dann versuche ich irgendwie Empfang zu bekommen im ECE oder im Bus und versucht da was mitzubekommen. Ansonsten Serie gucken teilweise und ja, relativ langweilig, glaube ich. Zwei Serientipps von dir? Haus des Geldes. Sehr gut. Ja, brutal gut. Gerade durch. Ja. Und ja, Game of Thrones fand ich auch mal gut. Okay. Wie wir alle wissen, steigen wir ja nicht nur auf, sondern wir gewinnen ja auch den DFB-Pokal und damit sind wir ja direkt für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert und müssen nicht durch die Quali. Welche drei Gegner wünschst du dir? Hey, ich dachte, eine Quatschfrage soll kommen. Das wusste ich ja auch nicht. Mist. Und egal, wenn das eigentlich ein Champions-League-Verein ist, wir tun mal so, als würde der Europa League spielen. Das war der Quatschfaktor. Ah.
Also welche drei internationalen Ziele? Einfach mal träumen. Ach, im Europapokal? Ja. Ach so. DFB-Pokal ist ja vorgezeichnet. Also nach Eintracht. Rostock in Berlin, ne? Ja, HSV im Halbfinale. Ah, nee, Hertha. Hertha im Finale in Berlin, habe ich gehört. Ah, genau, da hat USP die Choreo schon gebaut. Ja, genau, ja, das ist schon seit Jahren vorbereitet. Habe ich auch schon gehört. Schönen Gruß an Christian. Nee, Europapokal. Drei Gruppenspiele. Oh, in Liverpool. Mhm. Barcelona. Wäre nicht ganz so verkehrt. Können wir mal machen, ja. Ja, vielleicht noch Italien. Ja, ich glaube Juventus. Kommen wir wenigstens weiter. Hast du denn schon mal den einen oder anderen Länderpunkt gesammelt, fußballmäßig? Inwiefern? No, hast du Spiele im Ausland besucht? In San Siro war ich schon, in Italien. Da hört es schon fast auf, glaube ich, bei mir. Wird Zeit, dass wir den DFB-Pokal gewinnen. Oh ja. Gut, hat noch jemand was? Hast du noch was? Wolltest du immer schon mal irgendwas loswerden an unsere meinungsfreudige Hörerschaft? Weil spontan nicht. Dann darfst du jetzt noch sagen, gegen wen wir im Halbfinale des DFB-Pokals spielen und gewinnen. Das Finale ist mit Hertha schon vergeben. Finale ist Hertha? Hm. Sind die überhaupt noch drin? Weiß ich nicht, egal. Sondern kommen die wieder rein. Nur Fußball-Experten. Bin ich der Einzige, dem komplett egal ist, wen wir rauswerfen? Ja. Nee. Also ich habe da wirklich ganz klare Vorstellungen. Ja, jetzt also aber okay, ganz, dann mach du. So ganz egal ist, ja, mir das halt, ist mir das halt nicht. Also ich... ich würde auch gerne mal Berlin erreichen, nicht nach komischen Stadtteile, sondern ins Stadion, deswegen schon das Finale. Und ich würde schon gerne noch mal gegen so ein, zwei Erstligisten spielen. Jetzt hau die Namen raus, Mann. Aber ich warte noch... So genau ist der... Ich warte noch... Wolfsburg und Paderborn. Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg. Nee, ich will auf jeden Fall nach Stuttgart. Na, das ist ja ein Erstligist. Kein Erstligist. Hast du uns eben vorgeworfen, dass wir... Bis dahin kommen wir noch mehr. Aber warum ich nach Stuttgart möchte, das erzähle ich jedem immer wieder. Die Stuttgarter haben beim Stadionlauf ziemlich viel richtig gemacht und man kann auch bei der Herrentoilette beim Pissoir nämlich aufs Spielfeld gucken. Die haben Fenster eingebaut und du kannst immer weiter das Spiel verfolgen. Allein deswegen muss ich da nochmal hin. Letztes Mal aber nicht dabei, oder? Warst du mit auswärts in Stuttgart? Letztes Mal? Nee. Wir haben diese Saison schon in Stuttgart gespielt. Ja, da war ich nicht da. Die von uns, die. Genau. Da warst du beim Golfen oder so? Nee. Heimspiel gegen Kiel war ich beim Golfen. Ach so. Also, hier sind die Toiletten auch nicht so schön. Was soll ich denn machen? Die An- und Abreise zu diesem Stadion ist doch die Pest, weil die. Naja, Moment, die bauen nicht immer da. Also, wenn da nicht gerade gebaut wird, kommst du da hin. 30 Jahre oder so. Das ist der andere Bahnhof, der da gebaut wird, aber das ist auch. Jetzt erzähl, gegen wen wir im Pokal spielen. Nein, ich bin durch. Ach so? Nur Stuttgart, wir spielen gegen Stuttgart. Ach, das war's schon. Der erste ist Stuttgart. Wir haben uns doch auf Berlin schon geeinigt. Fantasy-Football nennt man das. Gut. Aber wo bist du denn jetzt hin, ist die Frage. In Dortmund. In Dortmund, das Halbfinale? Das wäre natürlich cool. Das wäre mega cool. Jetzt kriegen wir 8000 Karten, das passt ganz gut. Ja. Okay, dann machen wir das so. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wir freuen uns alle, dir bei deinem Torlauf in der Nachspielzeit beim HSV im Rückspiel zujubeln zu können. Sehr gut. Und dann machst du in Berlin die Ehrenrunde auf der Tatanbahn. Johnny meldet sich noch. Ja, vielleicht als Schlusswort, wenn ihr dann zum Darmstadt-Spiel an diesem Samstag kommt, dann müsst ihr euch keine Karte kaufen, also zumindest nicht für den HVV. In eurer Eintrittskarte fürs Spiel ist nämlich die Hinfahrt zum Stadion und wahrscheinlich auch die Rückfahrt schon mit drin. Dann müsst ihr euch quasi keine extra Karte kaufen. Das zählt zum klimafairen Spieltag am Millerntor. Wir haben Daniel auch schon darauf vorbereitet, dass er auch mit dem HVV-Bus fahren darf. Das war neu. Ja, also macht euch keine Sorgen, kauft euch keine extra Karte. Das ist bei euch im Ticket schon mit drin. Wobei Daniel, muss man auch sagen, ist mit dem Fahrrad hier heute hergekommen. Also, ne, da Klimavortrag und so. Ja, ja, sehr gut. Also lasst eure Autos stehen. Hier ist kein Platz zum Parken. Kommt gerne mit den Öffentlichen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und dann auf drei Punkte gegen Darmstadt. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.